Grüßen an alle, die heute dabei sind bei unserer Diskussion Wirtschaft für das Klima. Ganz herzlich begrüßen möchte ich auch unsere Gäste hier am Podium. Die werden dann später noch einzeln vorgestellt von unserem Moderator. Das Thema ist eines, das uns noch länger beschäftigen wird. Wir haben gerade vorher im Vorgespräch geplaudert, ob es länger dauern wird, als die Covid-Krise, die Klimakrise zu bewältigen. Meiner Ansicht nach, ja, es wird noch länger dauern. Und es war heute am Vormittag schon einen Moment für mich so, dass ich mir gedacht habe, boah, können wir das heute überhaupt machen, weil die Herzen der Unternehmerinnen und Unternehmer sind wahrscheinlich gerade, oder auch die Hirne sind gerade woanders, aber mein Öko-Herz hat gleich einmal gemeint, nein, wir müssen unbedingt beim Thema bleiben, zumal wir jetzt ein paar Tage nach der Klimakonferenz stehen, die ja, für die manchen mit Blabla geendet hat, für andere große Fortschritte bedeutet. Das werden wir sicher heute noch beleuchten, was es denn tatsächlich für uns ist. Ich möchte an dieser Stelle den Moderator des heutigen Abends vorstellen, Martin Meitz, der aus Pörtschach kommt, wo wir ja ursprünglich sein wollten und dort den Seeport als Bereichsverantwortlichen begleitet. Der Seeport ist ein Ort für Innovation, für kreatives Coworking und ein Eventraum. Er ist außerdem Unternehmensberater und ich kenne ihn durch den Innovationskongress in Villach, wo er zum Organisationsteam gehört. Und er selbst sagt über sich, er versteht sich als Innovationskatalyst, ein Thema, das sicher wunderbar auch zum Thema Klimaschutz passt und gehört. Und ich übergebe jetzt gleich an dich, Martin. Ja, vielen Dank für die Einladung, da heute die Moderation machen zu dürfen. Und du hast recht, Innovation beschäftigt sich sehr lange. Und es hat mich gefreut, dass ich das auch in der Vorbereitung auch gesehen habe, dass es in der Studie von Herrn Eiginger immer wieder auch vorkommt, das Thema Innovation. Und vielleicht können wir heute auch ein bisschen in das dann einsteigen. Ja, von meiner Seite herzlich willkommen. Ich würde Ihnen gerne einfach mal kurz die Teilnehmer vorstellen, dass Sie mal wissen, welches hochkarätige Podium wir heute da haben. Und ich fange in dem Fall an, am Bildschirm von meiner Seite gesehen links, ich hoffe, dass es bei Ihnen auch so ist, das ist ja Georg Kniel und er ist seines Zeichens der Präsident der Industriellen Vereinigung Österreichs. Relativ neu, also seit 2020 und er war vorher in der Industriellen Vereinigung in der Steiermark aktiv, 4 Jahre lang der Präsident und vorher auch noch einige Jahre als Vizepräsident. Seine berufliche Laufbahn hat er gestartet in seinem Familienunternehmen, der Kniel-Gruppe. Und die hat mir besonders gut gefallen, ich habe da ein bisschen recherchiert, schon ein 300 Jahre altes Unternehmen in der 12. Generation. Ja, also es kommt auch aus Innovationssicht nicht allzu oft vor, dass Unternehmen so alt werden, sozusagen, ja, mit 2200 Mitarbeitern und in 29 Unternehmen und 17 Länder aufgeteilt, also wirklich sehr, sehr international aufgestellt. Und er beschäftigt sich mit den Themen und dieser Unternehmensgruppe, die natürlich heute perfekt passen, mit den Themen Energie, Infrastruktur in diesem Bereich, Mobilität, aber auch die Kommunikation in diesem Bereich. Also, wie gesagt, herzlich willkommen, freue mich dann schon auf Ihre Wortmeldungen. Als zweiten Gast dürfen wir die Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Kärnten begrüßen, die Astrid Lengner. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo sie heute sitzt, aber auf alle Fälle irgendwo in Kärnten. So hat sie vorher nicht verraten in der Vorbesprechung. Sie ist auch Landesvorsitzende sozusagen der Kärntner Wirtschaft oder der Frauen in der Wirtschaft und vertritt da die Anliegen sozusagen der Frauen. Und sie ist auf Bundesebene aktiv, auch da schon seit einigen Jahren. Und sie ist die Bundesobfrau für die Freizeit- und Sportbetriebe, die ungefähr 20.000 sind. Und ihr Weg in diesem Bereich hat eigentlich mit der Neugier begonnen. Und sie hat dann in ihrer Beschreibung gehabt, neue Wege zu gehen, ist so ein Anliegen von ihr, die Entdeckerlust. Und sie war auch einer der Ersten, die in Kärnten das Fremdenführer-Thema für sich entdeckt hat und dort auch ihr Unternehmen gegründet hat, das Tour Genuss heißt und das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich auch betreibt. Als weiteren Gast, in dem Fall auch aus Kärnten, Olga Vollgauer, Nationalratsabgeordneten aus der Grünen Wirtschaft 2019. Und was mir aufgefallen ist, und das finde ich ganz witzig jetzt bei den Dingen, alle, die heute im Podium sind, sind relativ neu in ihren Funktionen, ja. Und so gesehen freue ich mich auf sehr viele neue Ideen.
Und die Olga Wohlgauer ist sozusagen studierte Landwirtin, ja, und seit 2019 im Nationalrat. Und vorher war sie in ihrer Gemeinde sehr, sehr aktiv im politischen Bereich, in der Gemeindevertretung, im Ausschuss, auch als Obmann-Stellvertreterin für Land- und Forstwirtschaft. Und sie hat, und das ist auch sehr, sehr spannend, das freue mich, wenn wir diese Perspektive heute in der Diskussion auch öfter hören, auch hauptberuflich sozusagen auf dem Biobauernhof sozusagen aktiv, Kuma. Und ich glaube, das ist ja auch die Landwirtschaft, das werden wir heute auch hören, auch wichtiger Partner in diesen Klimawandelsthematiken. Und im Vorfeld, und das ist auch vielleicht eine spannende Perspektive, sie hat sich auch in der Bildungsgemeinschaft Südkärnten sehr, sehr stark engagiert. Und das wird vielleicht auch ein relevantes Thema sein. Ja, und die Gastgeberin heute, die Sabine Jungwirth, glaube ich, brauche ich nicht mehr allzu ausführlich vorstellen. Sie ist die Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft seit 2017. Und dieses Thema Ökologisierung, neue Arbeitswelten, Steuer und soziale Absicherung ist für sie etwas, was sie schon so lange beschäftigt. Und das Thema Nachhaltigkeit ist etwas, so ein bisschen ein roter Faden, auch durch ihr unternehmerisches Werdegang, den sie als Unternehmensberaterin schon seit vielen, vielen Jahren ausübt und da auch insbesondere kleinere Betriebe unterstützt, um da Strategien zu finden, wie ich in dieser Nachhaltigkeitsthematik mich gut aufstelle. Ja, das wären sozusagen so als unsere Diskutantinnen und Diskutanten. Und dann würde ich unseren Hauptgast sozusagen und auch unseren Sprecher dann gerne vorstellen, Herr Professor Eiginger. Viele kennen ihn ja noch immer wieder aus Fernsehen und Nachrichtensendungen. Er ist Wirtschaftswissenschaftler der WU in Wien. Aktuell Leiter sozusagen der ganz spannenden Europaplattform Wien und Brüssel. Und da beschäftigt er sich auch mit ganz spezifischen Themenstellungen und er koordiniert derzeit ein Forschungsteam oder 30 Forschungsteams eigentlich für die EU. Und da geht es um das Thema, das nennt sich dann WWW, for Europe. So, das ist nicht das Internet, was manchmal gut oder manchmal schlecht geht, ja, sondern steht für Welfare, Wealth and Work for Europe. Und damit sozusagen leite ich auch auf das Thema über, was er heute bei uns berichten wird. Er hat sozusagen das einerseits forschungsmäßig begleitet und war aber auch, und das ist vielleicht auch eine wichtige Funktion, wo wir ihn immer wieder gehört und gesehen haben, von 2005 bis 2016 Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts in Österreich und hat sein Wissen über jahrelanges Studium auch in Wien, in den USA, in MIT, Stanford sozusagen aufgebaut. Und eines, was mir ganz gut aufgefallen ist, und das passt natürlich zu einem aktuellen Thema, er war auch in China, in Wuhan, ja, und letzte Aktivitäten sozusagen in diesem Bereich. Ja, und damit würde ich gerne das Wort in Herrn Eiginger übergeben. Und er wird uns heute in ein Thema einführen und vor 25 Minuten, wo er sozusagen berichten wird, auch im Zusammenhang des, was jetzt aktuell war in Glasgow. Und eine Studie, die er im Vorfeld das gemacht hat, war eigentlich basierend auf den Erkenntnissen, was in Paris schon festgelegt war. Und er hat einen Titel gewählt für seinen Vortrag, die Wirtschaft für das Klima, Mission Impossible. Bitte, Ihre Präsentation. Ja, so jetzt bin ich einmal da. Die Präsentation finde ich jetzt wo? Und der Bildschirm freigeben oder wie soll ich? Ja. Ja. Ja, das ist ja aber nicht. Das ist sie nicht, nein, das ist die normale Bildschirmansicht. Aha. Und Sie müssen auf die PowerPoint-Präsentation wechseln. Das ist sie, ja. Passt das jetzt? Ja. Jetzt muss ich nach. Bildschirm. Wir sehen Sie noch nicht. Ihr seht sie noch nicht. Na. Jetzt auch nicht? Nein, noch nicht, ne? Wir sehen sozusagen, momentan sehen wir noch immer die Zoom-Ansicht. Jetzt sind wir wieder weg. Ja, jetzt sind wir wieder im normalen. Probieren wir noch einmal.
Jetzt sehen Sie es auch noch. Jetzt schaut es gut aus und jetzt müssen wir es nur noch groß kriegen, so ja, wie unten. Wie unten das wieder. Haben wir schon einmal gemacht. Das jawohl. Ja, so. Jawohl, perfekt. Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Also Wirtschaft für das Klima, Status habe ich genannt, eine Woche nach Glasgow, weil ich auch vorher immer über dieses Thema gesprochen habe. Ich will also ganz kurz über den Paris-Vertrag reden, den wir aber alle kennen, und die Bilanz, die wir vorher gehabt haben, und warum im Glasgow notwendig war. Die Wissenslage, Blockade, Versprechungen, Methoden, Game Changer und dann eine erste Wertung der Ergebnisse, die wir dann gemeinsam natürlich auch werten müssen und fasse zusammen. Das Ziel des Paris-Vertrags ist bekannt, maximale Erwärmung um 1,5 Grad, well below 2 Grad, wie es so schön heißt, ist ein typischer Kompromiss. Und es wird koordiniert von, das Paris-Vertrag koordiniert mehr als 190 Länder und die EU. Die Länder müssen nationale Pläne vorlegen und Klimapläne vorlegen. Das ist alles größtenteils geschehen. Der Status aber ist, die Emissionen steigen in fast jedem Land und in jedem Jahr. Am stärksten in China und Indien, am wenigsten in den USA und in der EU, wo sie seit 2000 um etwa 20% rückläufig sind. Das mag für den Laien sehr viel ausschauen, ist aber weniger als 1% pro Jahr und weit weg von dem, was wir brauchen, -80% bis zur Mitte des Jahrhunderts. Die USA haben die höchsten Pro-Kopf-Emissionen. Ein Lob für Europa, wir haben die niedrigsten Pro-Kopf-Emissionen. China hat uns pro Kopf überholt, worauf sie nicht so stolz sein müssen wie über die übrigen Weg zur Führung in der Welt. Kein Land war auf Paris-Kurs. Die Pläne, die vor Glasgow vorgelegt waren, waren in Richtung 3 Grad. Und ich habe damals schon gesagt, Ziel erfordert mehr Ambitionen. Und ich werde das am Schluss auch noch einmal sagen. Die Wissenslage und die Blockaden und die Versprechungen, die wir haben. Die Chance, das ist die optimistische Nachricht, für eine Trendwende sind gegeben. Wir haben nun eine wissenschaftliche Evidenz, dass die Klimaerwärmung stattgefunden hat. Wir haben immer schon tendenziell diese Evidenz gehabt, aber jetzt sagen wir es 97, 98% der wissenschaftlichen Arbeiten und das ist für das, was die Wissenschaft so leistet, relativ viel. Das ist für mich eine totale Evidenz. Und auch, dass die Ursache anthropogen ist, dass es so nicht vom Wind, Wetter oder vom Planeten kommt, sondern dass die Menschen es sind, die das gemacht haben und dass es nicht vergleichbar ist mit dem, dass wir ohnehin immer schon Eiszeiten erlebt haben und so weiter. Es ist erkennbar, jeder weiß das, in den Stürmen, bei den Überschwemmungen und der Hitze, also nicht in der Sahara, sondern in Kanada, nahe 50 Grad in diesem Sommer. Und wir haben auch etwas erkannt, Klimapolitik muss sozial ausgewogen sein. Wenn man das macht, abrupt, ohne es zu erklären, dann gibt es Widerstand, die Yellow Jackets in Frankreich und überall, wo zu rasch und unerklärt etwas geschehen ist, vom Élysée-Palast verkündet, ab jetzt wird alles teurer, kommt es auf der Straße zu einer Unruhe. Wir wissen außerdem, dass eine strategische Politik, also wenn man es kommuniziert, wenn man es vorausschauend macht und wenn man die wirtschaftlichen Instrumente dafür zur Verfügung steht, kann eine strategische Politik die Wirtschaft stärken. Allein es zu machen, ein Land macht es und das andere nicht, ist ineffizient, besser ist gemeinsam. Und der Staat muss lenken. Ich will nicht zu viel in Innovationen eingreifen, aber bei radikalen Innovationen muss der Staat zusätzlich fördern. Und vielleicht das Wichtigste, alles ist sehr teuer, das wissen wir, aber die Kosten der Untätigkeit sind noch viel höher als die Programme. Wenn wir nichts tun, haben wir jedenfalls Schadenskosten, die weit höher sind als die Investitionskosten, die wir haben, wenn wir Klimainvestitionen tätigen. Blockaden, ja, wir müssen jeder vor der eigenen Tür kehren. Wir haben auch Gewohnheiten. Wir haben in Österreich das Dieselprivileg. Wir haben das Prestigegut Auto. Viele sind stolz, wenn sie das erste Mal vor ein Auto, vor ihrem Haus ein sehr großes Auto stehen haben. Wir haben Lobbyismus, energieintensive Unternehmen. Ich entschuldige mich beim Präsidenten der Industriellen Vereinigung, dass es das gibt. Ich sage aber gleich dazu auch der Gewerkschaft. Von allen Maßnahmen, wenn eine engagierte Klimapolitik bei den letzten 5 Steuerreformen, die ich miterlebt habe, gemacht wurde,
haben die Gewerkschaften mindestens so stark protestiert. Der Chef des ÖGPs hat mir gesagt, Karl, ich glaube da das alles, aber schau, wer da sitzt. Da sitzt der Vertreter der Föst, der Zementindustrie, und die sagen alle nein. Ich habe nachher Mails bekommen von Gewerkschaften, dass das richtig war, was ich gesagt habe, aber sehr laut war das nicht. Also es gibt diesen Lobbyismus, diesen falschen, der meiner Meinung nach entgegen Interessen sowohl der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, als auch der Unternehmer ist. Und Gott sei Dank gibt es hier ein Umdenken, wo viele Unternehmungen, auch dazu werde ich noch kommen, heute ganz anders denken und so weiter. Und wir haben fast noch schlimmer die Reformträgheit des öffentlichen Sektors. Der öffentliche Sektor ist immer bereit, etwas zusätzlich zu machen, etwas, was wiederum mehr kostet, und dann steigen die Steuern und dann ist es nicht möglich, eine wirkliche Reform durchzuführen. Man muss das Alte auch loswerden, wenn man etwas Neues tun muss. Wir haben zum Beispiel die klimaschädlichen Subventionen auf fossile Energie. Seit 20 Jahren sagen alle von der OECD bis zu den Forschungsinstituten, man soll sie abbauen. Auch bei der letzten ökosozialen Steuerreform sind viele davon nicht abgebaut worden. Und wiederum steht es im Glasgow-Dokument, dass man sie abbauen soll. Und dann hat man hineingeschrieben, die ineffizienten Subventionen soll man abbauen. Naja, gut, also was effizient und was ineffizient ist, ist hier die Frage. Der Agrardiesel ist nach wie vor, um der Landwirtschaft schon einmal den ersten Prügel vor die Tür zu werfen, nach wie vor weiter gefördert, konnte nicht abgebaut werden auch in Österreich. Dann haben wir das, was ich die Nebelgranaten spreche. Wann immer ein Konsens sich ergibt, dass man eine Klimapolitik machen soll und dass sie nicht schädlich ist für die Wirtschaft, kommt jemand und sagt, das ist so teuer. Habe ich schon gesagt, teuer mag sein, das Teuerste ist, nichts zu tun. Dann kommt die Ding, aber das Neue ist auch nicht besser. Ja, auch, auch das Elektroauto braucht bestimmte Materialien, die also unter schlechten Umständen abgebaut werden und die weit transportiert werden müssen. Aber die Gesamtbilanz ist eindeutig besser, wenn man es von der Rohstoffseite bis zur Nutzerseite und so weitermachen. Die Chinesen sind schuld, sie sollen beginnen. Ich habe schon gesagt, ja, die Chinesen sind absolut die größten Emittenten. Sie sind pro Kopf nur knapp vor Amerika und sie beginnen auch tatsächlich. Aber bei ihnen ist die Umstellung auf keine Kohle sehr, sehr schwierig. Und sie haben jetzt mindestens gesagt, sie brauchen im eigenen Land noch neue Kohlekraftwerke. Aber wenn sie im Ausland bauen, dann werden es keine mehr mit Kohle sein. Und dann heißt immer kurzfristig etwas anderes wichtiger. Wenn ich jetzt mit Kollegen in Diskussionen bin, mit Kolleginnen und Kollegen, dann höre ich, kurzfristig ist die Inflation sehr viel wichtiger, die ist schon über 2%. Und wenn ich dann die Vorsitzende einer Parlamentspartei höre, es ist jetzt wichtig, die Mehrwertsteuer auf Energie zu senken, damit die Preise sinken, dann ist das genau das Gegenteil. Wir verteuern Kohlendioxid und wenn wir gleichzeitig senken. Ja, es ist eine Preissteigerung jetzt, ja, sich für manche Haushalte, besonders für die niedrigen Einkommen, schmerzhaft, aber jetzt die Energie billiger zu machen, ist das falsche Signal. Insgesamt, jede Veränderung hat kurzfristige Kosten und hoffentlich langfristige Erträge. Die Versprechungen vor Glasgow waren auf der EU-Ebene Klimaneutralität bis 2050, das Fit for 54-Programm und Österreich hat die Klimaneutralität bis 2040 versprochen, Finnland 2035, Deutschland 2045 und Verbote für Verbrennungsmotoren sind in Norwegen sehr bald, Schweden, Niederlande, Dänemark etwas später. USA, Japan und UK haben Klimaneutralität 2050 versprochen. Ich muss bei den USA wiederum eine Fußnote machen. Es gibt keinen Kongressbeschluss in den USA und bevor Biden die Zwischenwahlen in nächstes Jahr verlieren wird, wird er hier gar nichts machen, was irgendjemand verärgern kann. China hat beschlossen, 2060 klimaneutral zu werden. Indien, Russland, Brasilien hat es nicht versprochen. Wobei da das Nachsatz kommen wird, Indien hat es in Glasgow dann überraschend versprochen, das ein Klimaziel vorzugeben. Saudi-Arabien, Australien und Polen verwässern die Ziele, haben auch bei Glasgow immer wieder versucht, es abzunehmen. Vor Glasgow war es also sehr unterschiedlich und die COP-Tagung war unbedingt notwendig.
Welche Methoden und Sektorschwerpunkte gibt es? Klimapolitik schaut in jedem Sektor etwas anders aus. Alle müssen agieren. In jedem Sektor gibt es etwas unterschiedliche Methoden. Die eine ist die Methode der Bepreisung, sei es CO2-Steuern, Abgaben, Emission Trading, möchte nicht die einzelnen Vorteile dazu bringen, könnte man in der Diskussion machen. Innovationspolitik, ohne Innovationen geht gar nichts. Und ich sage dabei immer, Redirecting, technischer Fortschritt. Die Arbeitsproduktivität zu erhöhen ist gut, sie öffnet Spielraum, aber wichtiger wäre es, die Energieproduktivität oder die Rohstoffproduktivität zu heben. Das würde auch Spielräume eröffnen und würde gleichzeitig die Emissionen reduzieren. Wir haben Gebote und Verbote und Deadlines. Sie sind notwendig. Besser wäre es, ohne die Verbote auszukommen, indem man erklärt, was man tut und dass sich daraus die Deadlines ableisten lassen. Es gibt internationale Abkommen und Berichte und in jedem Bericht, sei es IMF, sei es OECD oder UNO, kommt heute ein Klimabericht dazu, welche Emissionen es gibt und dass zu wenig getan wird. Es gibt eine neue Methode, die Gerichtsentscheidungen. Es gibt Gerichte in Karlsruhe, die sagen, also, wenn nicht genug getan wird, dann können wir eine Kommune, ein Land dazu zwingen, eine Industrie zwingen, etwas zu tun. Das ist relativ neu. Dann gibt es die Organisationen, NGOs, Zivilbevölkerung, Fridays for Future, die in diese Richtung arbeiten. Das ist eine Methodenvielfalt. Ich bin froh, dass es so viele Methoden gibt. Die müssen koordiniert werden durch eine Klimapolitik. Und es müssen jene Instrumente gesucht werden, von den vielen, die ich jetzt noch erwähnen werde, wo es Synergien gibt. Jedes Ziel, wie eine Silopolitik zu verfolgen hat, ist insgesamt. Sektorale Schwerpunkte im Verkehr heißt es so schön, und das wird immer gelobt von meinen Studenten und Studenten, avoid, shift und improve. Also vermeiden den Verkehr, shift von öffentlich auf privat, von privat auf öffentlich, und Improve heißt also besser, also zum Beispiel Elektroauto statt den Verbrennungsmotoren. Wichtig ist, dass das nicht nur für Kfz sein muss, sondern auch für Busse, fürs Fliegen und für Schiffe. Hier sind riesige Emissionen und hier brauchen wir noch sehr viel Innovationen, wie das mit weniger Emissionen zustande kommen kann. Die Industrie war hier relativ ambitioniert. Sie hatte von einem hohen Emissionsniveau ausgegangen und hat sehr vieles verändert. Hier wäre für die besonders energieintensiven Sektoren Wasserstoff ein Gamechanger. Und das ist noch nicht ganz so weit, aber es ist halt, wie es am einfachsten ginge, besonders in den Sektoren von Stahl bis Zement, wo es nicht so einfach ist, mit bestehenden Technologien das zu machen. Wobei dann bei Wasserstoff wieder die Frage ist, grüner oder grauer Wasserstoff, das ist wieder eine Detailfrage, aber auch da vorweg nicht zu viel grauer Wasserstoff, das hat dann auch. Und bei Landwirtschaft, da verärgere ich jetzt die Vertreter der Landwirtschaft und bei Ernährung, hier haben wir total fehlgesteuerte Subventionen, die immer wieder hartnäckig verteidigt werden. Großbetriebe werden mehr gefördert als Kleinbetriebe. Abholzungen werden nicht wirklich bestraft und werden als Ursache für den Klimawandel unterschätzt. Und das ist der Sektor, der am meisten subventioniert wird, wo es die meisten Staatseingriffe gibt. Hier muss sehr viel begonnen werden, vielleicht auch in einer Zusammenarbeit mit der Industrie, die ja gelernt hat, was man machen kann, um ein großes Problem. Bei der Ernährung würden wir nicht jeden Tag Fleisch essen, sondern nur zweimal pro Woche, wäre auch sehr viel getan. Das ist natürlich auch ein sehr starker Eingriff. Manchen fällt das schwerer, manchen nicht. Die Gesundheitsexperten sagen, es ist jedenfalls auch eine Besserung, die das Leben verlängert, wenn wir nicht zu viel Fleisch. Das heißt nicht, dass man nicht manchmal auch Flexitarier, also am Wochenende oder bei einem Festessen, auch durchaus Fleisch konsumieren kann. Energieerzeugung, Energieverwendung, da gibt es auch die zweiten. Erstens einmal mehr Energieeffizienz, also mit weniger Energie pro Output auskommen und zweitens die Umstellung von nicht erneuerbarer auf erneuerbare. Bauwirtschaft, Raumplanung, Renaturierung, da sagen wir die Experten, das wäre eigentlich technisch das Einfachste. Wir haben die Bautechniken, um ein Nullenergiehaus zu erzeugen oder sogar ein Plusenergiehaus. Wir wissen, wie man isoliert. Wir wissen, dass man Heizungen tauschen kann. Wir wissen, dass wir die Zersiedlung stoppen muss. Das ist leichter gesagt als getan. Jeder Bürgermeister denkt da anders, wenn er eine neue Siedlung macht und wiederum zu neuen Einnahmen kommt.
Green Finance, viele Konsumenten wollen heute investieren, sodass sie in grüne Produkte investieren. Da ist es wichtig, sie zu kennzeichnen, dass man beim Pensionsfonds sagen kann, ich will, dass mein Pensionsfonds nur klimaneutrale Firmen Aktien kauft. Die EZB beginnt darauf zu überlegen, ob ihre Simulierungsprogramme, ob sie hier nicht grüne Kriterien anwenden kann. Natürlich sofort zum Protest mancher Geldpolitiker, die sagen, also die EZB soll sich aus Fiskalpolitik raushalten und von Klimapolitik versteht sie schon gar nichts. Wir haben dann das Recycling und das Kreislaufdenken. Wir wissen es auch jeder aus unserem eigenen Bereich. Rohstoffeffizienz ist ein Ziel, ex-ante Planung. Und bewusstes Veralterung oder ein Produkt zu machen, dass es nicht rezyklierbar ist, ist eigentlich für mich ein strafbarer Tatbestand. Aber das waren die Sektoren und die, wie gesagt, die Übergänge zwischen den Sektoren sind das Wichtige, zum Beispiel bei Energie und Auto. Ein Elektroauto ist nur dann wirklich klimafreundlicher, wenn die Energie auch von erneuerbarer Energie produziert wird. Und da ist Österreich Gott sei Dank ein Vorreiter auf dem Gebiet. Game Changer sind also, Klimapolitik ohne soziale Komponente geht nicht. Wer das versucht, scheitert jedenfalls. Jede Silopolitik, die auch nur auf ein Ziel schaut, ist ineffizient und teuer. Nachbarn muss man einbeziehen können, ihnen nicht nur sagen, was sie tun sollen, sondern auch von ihnen lernen können. Jedes Land hat vielleicht eine etwas andere Möglichkeit, die Klimaziele zu erreichen. Klimapolitik verlängert gesundes Leben, das sollte eigentlich das stärkste Argument dafür sein. Weniger ungesunde Ernährung, weniger Schadstoffe einatmen, ist besonders wichtig. Klima verändert das Verhalten, Verhalten ändert auch das Klima, das ist wiederum so eine interdependente Beziehung an. Die Maßnahmen sollen, da wiederhole ich mich ein bisschen, Synergie nutzen, man soll früh beginnen und Verschärfungen ankündigen. Von heute auf morgen eine sehr hohe CO2-Steuer, eine Verdoppelung des Benzinpreises ist nicht möglich und würde zu Widerstand führen. Aber wenn man sagt, wir beginnen mit einem kleinen Schritt, darf nicht zu klein sein kündigen aber an, dass wir diese Politik durchsetzen, dann wird sie planbar für Unternehmungen und für Private. Wenn man weiß, es wird jedes Jahr teuer, mit einem Verbrennungsmotor zu führen, es wird jedes Jahr teuer, mit einer fossilen Heizung zu arbeiten und es wird dann irgendwann einmal verboten werden, dann ist das eine Politik, die wirksam werden kann. Und wir müssen Sackgassen vermeiden. Der Umstieg von Öl auf Gas, Entschuldigung, das ist ein Schritt, der aus Erste wie eine Verbesserung ausschaut. Aber wenn die Gasheizung dann weitere 50 Jahre steht, dann ist das ein Fehlschritt gewesen. Hybridautos und Nutzfahrzeuge auch. Wir haben heute Elektroautos, die lang genug fahren, wie mir ein Fahrer eines Elektroautos gesagt hat. Also ja, 300 Kilometer kann ich jedenfalls damit fahren oder 500. Das ist schneller, bevor meine Tochter vom WC zurückkommt. Saubere Dieselautos habe ich auch schon gehört von einer großen Gemeinde, in der ich lebe. Es gibt natürlich saubere Dieselautos und wenn sie 50-80% sauberer sind als vor 20 Jahren, ist das auch noch kein Grund, einen Dieselbus zu kaufen. Atomkraft, auch kleinere, bessere, ist wahrscheinlich auch eine Sackgasse. Wir wissen auch da nicht, was wir mit dem Atommüll nachher machen sollen und wie teuer sie werden beim Bauen. Bei jedem Atomkraftwerk, das wir in den letzten Jahren gebaut haben, sind die Kosten explodiert. Ein dreifach so starker SUV oder Elektroauto ist auch nicht die Lösung. Wenn ich also mein Elektroauto kann auch kleiner sein und jedenfalls nicht die dreifache Stärke mehr. Denn Tesla-Fahrer, den ich auch nicht nennen werde, stolz gesagt, er kann mit 600 PS fahren. Und wenn ich frage, wann er das nützen kann, sagt er, na, eigentlich eh nicht. Aber natürlich beginnt Tesla damit, den Markt abzuschöpfen. Ist ja auch ökonomisch richtig, indem es sehr teure Autos baut. Die Mehrwertsteuer senken, wenn die Energiepreise steigen, ist auch ein Fehler. Ja, Energiepreise steigen, dann kann man einen Bonus geben für Konsumenten mit sehr niedrigen Einkommen, aber nicht garantieren, dass die Preise sinken. Die müssen steigen. Und wenn die jetzt also durch Machtgelüste von Russland oder von arabischen Ländern steigen, dann ist das also hilfreich. Es ist vielleicht nicht so, wie wir es wollen, aber sicher nicht. Paris-Vertrag verlangt ein langfristiges Denken. Und das Umstieg von einer schlechten Lösung
zu einer etwas besseren, ist teuer und führt nicht zur Neutralität. Game Changer sind also von der kurzfristigen Perspektive zur längerfristigen, vom Anschaffungspreis zum Nutzungspreis. Mir haben viele immer gesagt, das Elektroauto ist so teuer. Aber wenn man den Preis des Elektroautos für sein ganzes Leben nimmt, der Anschaffungspreis ist vielleicht höher um 10.000 Euro. Und wenn dann jedes Jahr die Reparaturpreise niedriger sind und die Beladungspreise niedriger sind, dann ist der Gesamtpreis niedriger. Aber das haben wir nicht gelernt, sondern wir schauen als erstes einmal auf den Anschaffungswert. Wir brauchen radikale Innovationen, aber wir können nicht warten, bis sie da sind. Wir können nicht sagen, wir machen nichts, bevor der Wasserstoff für Flugzeuge funktioniert. Wir müssen den technischen Fortschritt umlenken, das habe ich schon gesagt. Wir müssen die Nachbarn einbeziehen, das gibt das Konzept des Klimaclubs. Es wird nicht so leicht sein, dass Österreich mit Korea etwas gemeinsam macht, aber mit den Nachbarländern kann man ja beginnen, müssen nicht alle sein, sondern mit ein paar beginnen. Und das Wichtige, der Vorreiter hat die Vorteile, der Nachzügler hat die Kosten. Wenn ich später umstellen muss, und das muss ich jetzt mit einer fremden Technologie, muss ich jetzt mit einer fremden Technologie machen und habe die Kosten. Planungssicherheit ist wichtiger als kurzfristige Kosten, hat mir einmal ein Unternehmer gesagt, und das ist richtig. Wenn ich weiß, dass es in diese Richtung geht, dass der Energiepreis jedes Jahr teurer wird, dann kann ich das einplanen. So wie ich früher geglaubt habe, dass die Löhne jedes Jahr stärker steigen als die Inflation. Durch Innovationen kann Europa eine Führungsrolle übernehmen und diese dann dazu nutzen, um selbst wettbewerbsfähiger zu sein und einen Exportüberschuss zu haben. Es ist spät, aber es ist nicht zu spät. Umdenken ist kein Verlust, sondern ein Gewinn. Und damit komme ich kurz zu den Glasgow-Ergebnissen. Es war ein Update, Nachbesserungen der Nationalpläne. Manche Länder hat man erstmals richtig versucht mitzunehmen, China und Indien, ist nicht immer gelungen, aber in Ansätzen. Es wurde die Dringlichkeit noch einmal dokumentiert. Es wurden bessere einheitliche Berechnungsmethoden, Verhinderung von Doppelzählungen durchgesetzt und der Zusammenhalt gestärkt. Die Bevölkerung in den Ländern, wo die Regierung untätig ist oder lügt, zum Beispiel Bolsonaro in Brasilien, ein Signal setzen, wie es anders ist. Wenn 190 Länder in eine Richtung denken und 4 sagen, es gibt keinen Klimawandel oder es ist besser, den Regenwald abzuholzen, dann erfahren sie auf der Klimakonferenz und durch die Presse, dass das nicht der Fall ist, und die sozialen Medien können da auch nicht anders machen. Erfolge sind, das Ende des Verbrennungsmotors wurde klar dokumentiert und auf dieser Konferenz, und auch, dass Alternativen verfügbar sind. Besonderer Erfolg, dieses überraschende, kurze Abkommen zwischen den USA und China. Es ist noch nicht konkret, aber immerhin, sie sprechen miteinander und sie sprechen auch über Klimafrage. Dass Kohle keine Zukunft hat, wurde auch demonstriert, aber es wurde dann im Abschlussdokument relativiert, indem man Face Down statt Face Out sagt. Also es soll langsam auslaufen. Es gibt erstmals ein Methanversprechen für 100 Länder, nicht für alle, aber immerhin. Es wurde ein weltweiter Emissionshandel vereinbart, der erzeugt einen Preis für Emissionen und Effizienz in dem Sinn, dass jeder stärker reduzieren soll, dem es ökonomisch leichter fällt. Die Atomfrage wurde offen gelassen, keine Verpflichtung der Endlagerung. Das wäre ein Minimum vorauszusetzen, bevor man ein neues Atomkraftwerk genehmigt. Subventionen abbauen steht jetzt drinnen in den Dokumenten. Daneben, das heißt, man soll die ineffizienten Subventionen abbauen. Naja, das wird jetzt jeder seine Subvention als effizient betrachten. Aber immerhin, auch das steht drinnen. Die Ungleichheit wurde anerkannt und Schaden der Ungleichheit der Länder. Den Schaden, den wir anderen Ländern zugefügt haben, indem wir von der Kapazität des Planeten schon viel ausgeschöpft haben, und der wird ein wenig kompensiert mit ein paar Milliarden Euro. Es gibt keine Wahl, und das führt ich auch in den Erfolg, zwischen den Zielen. Sie sind kompatibel und sie sind auch wirtschaftlich kompatibel. Aber es gibt nicht nur ein Ziel, sondern es gibt mehrere. Und wir haben die Aufforderung einer Nachbesserung binnen einem Jahr, also Fortsetzung 2022 in Kairo. Also nicht 5 Jahre warten und das durchsitzen, sondern schon im nächsten Jahr Verbesserungen vorschlagen. Misserfolge und Hintertüren durch Formulierungen haben wir. Keine Betonung, dass ohne 100% erneuerbaren Strom nichts geht.
Vage Kohleziele, der steht noch einmal da drinnen, wenn eine Abscheidung nicht möglich ist. Keine Ölstrategie, noch weniger eine Gasstrategie. Keine Warnung vor Sackgassen, Atom, Gas, grauer Wasserstoff. Keine Warnung vor steigendem Fleischkonsum. Recycling wird zu wenig als Ziel betrachtet, bewusste Veralterung nicht verboten und weltweiter Emissionshandel ist angesprochen. Das sind die Hintertüren, wo man nicht ganz zufrieden sein kann. Aber dennoch, in der Gesamtwertung, das, was dort vorgelegt wird, reicht jetzt die Erwärmung bei 1,8 Grad zu begrenzen. Das ist von der International Energy Energieagentur geschätzt. Durch Indiens Verpflichtung kommt man nahe an die Neutralität 2050. Der Climate Tracker ist etwas pessimistisch und er sagt, die Pläne, die dort vorgelegt wurden, sind nur auf 2,4 Grad. Fast jeder Beschluss hat eine Hintertür. Es gibt keine Sanktionen, wenn man nicht einhält. Und das alles entscheidende, alle diese Prognosen gelten nur, wenn alle Versprechungen eingehalten werden. Aber immerhin, es gibt diese Versprechungen. Man kann die Regierung nach ihren Versprechungen beurteilen. Blaming und Shaming, wie das so schön heißt, ist jetzt möglich. Man kann sie messen an den eigenen Versprechungen. Und das Umfeld vor und nach Glasgow. Die Klimawärmung ist eine existenzielle Bedrohung. Es ist wahrscheinlich das wichtigste Ziel, aber nur ein Ziel. Einkommen, weniger Ungleichheit, höhere Lebensqualität sind auch Ziele. Technologie hilft, sie ist vorhanden, man muss sie nutzen und verbessern. Wir haben dann, das kann ich jetzt nicht besprechen, eine Neuordnung der Parteienlandschaft. Die Mittelparteien stehen alle vor großen Veränderungen. Extreme Parteien kommen zum Vorteil. Man sieht es auch in der Covid-Krise, wie man das sieht. Also nicht nur die Rechtsparteien, sondern auch ganz Rechtsparteien und auch ganz linke Parteien, die wiederum anderes denken. Wir haben viele große Unternehmungen und Finanz, die umdenken, nicht alle. Ich glaube, ein Beratungsfirma hat festgestellt, 13 von 100 denken um. Na, immerhin, das ist schon etwas. Und wir sehen auch, dass Populismus und Nationalismus keine Lösung sind. Die Jugend denkt anders, auch mit digitaler Kommunikation und digitalen Wissenserwerb. Und die Führungsrolle in dieser Klimapolitik könnte im quantitativ kleinen Europa liegen und sogar in Österreich, das mehr macht als bisher. Das war meine Überlegung zu Wirtschaft für das Klima. Es ist eine Mission, nicht impossible, sie ist possible, aber es muss rasch begonnen werden und wir müssen es mit aller Energie durchführen. Das wäre für mich der Sukkus eine Woche nach der Glasgow-Konferenz. Danke. Herr Meitz, Sie sind stumm geschalten. Ja, jetzt geht's, ja. Ja, ja, vielen, vielen Dank für die Einführung in das Thema und auch das, was ich jetzt sozusagen in Glasgow getan hat, das Update. Liebes Publikum, was erwartet Sie? Wir werden erst am Podium zwei kurze Runden machen, um auch in die Diskussion einzusteigen. Und bitte, wir laden Sie herzlich ein, jetzt schon Ihre Fragen im Chat zu formulieren, einzutragen. Und wir werden auf diese Fragen dann in der zweiten Runde dann eingehen. Entweder sozusagen geblockterweise oder auch alle Teilnehmer sehen ja auch die Fragen im Chat, die sie stellen. Man kann dann vielleicht auch direkt auf die ein oder andere Frage eingehen. Und damit komme ich zu unserem Podium. Und die erste Frage wäre, jetzt haben wir den Vortrag von Herrn Eiginger gehört. Wie geht es euch damit und wie seht ihr das, wenn ihr jetzt sagt, da müsst ihr jetzt eine kurze Antwort drauf geben? Bitte, Frau Lengner. Ich werde versuchen, gleich mal als erstes einzusteigen, nachdem ich eigentlich eine Person bin, die gar nicht aus dem Umweltbereich kommt, aber eben jetzt den Ausführungen von Herrn Eiginger wirklich mit offenen Ohren gelauscht hat. Ich finde, solche plakativen Konferenzen sind enorm wichtig. Und je schneller unsere Zeit und Entwicklung geht, auch die wirtschaftliche Entwicklung, desto engmaschiger müssen solche Konferenzen stattfinden, damit wir einfach eine Evaluierung der ganzen Maßnahmen auch immer wieder bekommen. Also das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Was mich beruhigt hat, ist, dass der Herr Eiginger auch festgehalten hat, dass wir die Technologien haben und dass Österreich auf einem guten Weg ist.
Und das ist also doch der Verdienst unserer vielen Unternehmerinnen und Unternehmer. Und ich glaube, wir sollten vielleicht auch versuchen, ein bisschen das Wording zu ändern und diese Vorzeigeunternehmen einfach positiv promoten, ihnen einfach eine Bühne geben und sie auch öffentlich zu machen, um anderen in Institutionen oder anderen Firmen auch zu zeigen, dass wir einfach solche Hidden Champions haben in Österreich. Das ist erwiesen, wir wissen es auch von Kärnten, dass wir sehr viele Betriebe haben, die da eine Vorreiterrolle einnehmen. Und dieses Positive und nicht immer mit dem Finger zeigen, wir sind auch so böse und wir tun nichts dagegen, sondern wirklich vielleicht einmal ein bisschen eine Wording-Umkehr auch zu machen und die Profis, die wir schon haben, einfach als Best-Practice-Beispiele vor den Vorhang holen. Ja, vielen, vielen Dank einmal für das erste Statement. Der Herr Kniel hat aufgezeigt als Nächster. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Meitz. Darf ich zunächst einmal mich sehr herzlich bedanken bei dir, liebe Sabine Jungwirth, für die Einladung hier zu diesem Podium. Schade, dass wir es nicht physisch in Kärnten machen können, aber es funktioniert ja auch digital mittlerweile sehr gut. Vielleicht in einer ersten Reaktion ein paar Anmerkungen zur Präsentation von Professor Eiginger. Vielen herzlichen Dank, quasi die Analyse von COP26 in Glasgow. Dass kein Land auf Paris-Kurs ist, würde ich insofern verneinen, weil ich glaube, es war schon demonstrativ klar, dass Europa mit seinem Green Deal Fit for 55 als einziger oder in dem Fall als Verbund der Länder hier schon auch logistisch klare Zielsetzungen mit Dekarbonisierung 2050 hier an das dargelegt hat. Sehr offensichtlich und nicht nur als Nebelgranate, sondern wirklich als Hard Facts ist die Erkenntnis, dass ein globales Problem nur global gelöst werden kann. Und solange wir nicht die globalen Player mit an Bord haben, China, Indien etc., ist dieses Problem klimatechnisch nicht lösbar. Und so gesehen ist China keine Nebelgranate, sondern leider wirklich Hard Fact, nämlich bis 2030, und das wissen wir, schaltet China allein über 250 Kohlekraftwerke ins Netz. Also da werden wir alle Anstrengungen in Europa hier haben, aber dem Klima, und das ist ein globales Thema, wird es diesbezüglich in dieser Zeitlichkeit nur sehr wenig helfen. Leider. Die große Frage, und Sie haben es punktuell umschifft oder angesprochen, es ist die Renaissance der Atomenergie in Europa, in der Welt. Es ist das große Thema, wie wird der Kohleausstieg geschaffen? China, Indien, Australien und in Europa auch Polen sind jene Länder, die Schwerpunkt ihrer Energie über Kohle beziehen. Und hier hat man ganz klar gesehen in Glasgow, dass es hier keinerlei Commitment, hartes Commitment gibt. Und auch das wird das Thema beim Fit for 55 sein, wie Osteuropa und Polen im Speziellen hier den Kohleausstieg zum einen schafft. Die Diskussion Atomstrom, ja, CO2-arm, aber sicherlich nicht nachhaltig. Das ist jetzt auch die Diskussion auf europäischer Ebene, inwieweit das jetzt auch grün zu bezeichnen ist, weil das hat natürlich massive Impacts auf die ganze Förderthematik. Und vielleicht abschließend, um nicht zu lange sein zu wollen, zum einen, der Verbrenner ist noch nicht am Ende. Das ist also eine punktuelle Bekenntnis mancher Länder, aber noch lange nicht global. Und weil Sie hier die Blockaden und das direkt angesprochen, natürlich der energieintensiven Industrie angesprochen haben, dann war das vielleicht durchaus so. Ich kann jetzt nur den Zeitraum auch meiner aktiven Präsidentschaft in der Industriellenvereinigung nennen. Und hier haben wir einen sehr, sehr intensiven Austausch mit Klimaschutzministerin Eleonore Gewessler, um eben genau diese Transformation hier auch aktiv mitzugestalten. Das Commitment der Industrie diesbezüglich am Fit for 55, Dekarbonisierung 2050 ist ganz klar hier. Und ich möchte da auch durchaus noch Vizekanzler Werner Kogler ansprechen, der bei der Präsentation der ökosozialen Steuerreform hier sehr wohl deutlich gemacht haben. Einerseits, dass es genau für diese Branchen hier Begleitmaßnahmen braucht und dem Klima natürlich nicht geholfen ist, Stichwort Carbon Leakage, wenn diese Unternehmen aus Österreich, aus Europa abziehen und anderswo umweltschädlicher produzieren. Und so gesehen, glaube ich, ist es hier ein sehr intensiver Prozess, den wir gemeinsam hier gehen, der Industrie, gemeinsam mit der Politik. Es ist ein mühsamer Weg, ein intensiver Weg. Sie haben es angesprochen, es wird massiv noch an Forschungen benötigen. Darum bin ich mir nicht sicher, die radikalen Innovationen und nicht weiter warten. Wir brauchen aber diese Innovationen und das wird noch einige Zeit dauern. Und die absolut, und ich hoffe, vielleicht haben Sie eine Antwort, Herr Professor Eiginger. Ich habe Sie noch nirgendwo gehört und noch gefunden, weder in der Politik noch in der Wirtschaft,
wo bekommen wir ausreichend grünen Strom verlässlich kostengünstig her, um all diese Technologien, sei es grüner Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe etc. am Ende zu erreichen, um weiterhin einen Wohlstand in Europa hier aufrechterhalten zu können. Also es sind durchaus einige Fragen, aber das vielleicht als Eingangsstatement auch bewusst, um eine Diskussion hier starten zu können. Danke vielmals. Dankeschön. Frau Voglauer, bitte. Dankeschön. Ich werde nicht wiederholen, was schon gesagt wurde und werde mich gleich auf meinen Fachbereich fokussieren. Ganz klar auch die Landwirtschaft und ihre vor- und nachgelagerten Bereiche. Herr Eigengas, Sie haben absolut gut zusammengefasst. Wir haben ein verschwiegenes Problem in der globalen Diskussion, welchen Beitrag die Landwirtschaft zu Treibhausgasemissionen beiträgt. Ja. In Österreich sind es, wenn man richtig bilanziert, 16%, nämlich wenn man auch die Futtermittel dazu zunimmt, die wir ja aus den ganzen Regenwaldgebieten importieren. Und ja, hier haben wir einen riesigen Aufholbedarf, auch aus Österreich. Und ich habe mir sehr gut gefallen, dass Sie auf die Gamechanger aufmerksam gemacht haben. Ich glaube, wir haben ganz viele Gamechanger, mögliche Gamechanger in Österreich, auf die wir uns besinnen müssen. Das Spannende ist, dass ich in meinem Bereich, wenn man unter Bäuerinnen und Bauern diskutiert, hauptsächlich merke, dass man zwar die ersten und unmittelbaren Betroffenen sind von der Klimakrise, wie wir uns aber rausbewegen. Ja, darüber wird sehr wenig gesprochen, weil jegliche ökologische Auflage ja wieder als eine Doktrin der Politik empfunden wird und nicht als eine sinnvolle Investition in die Zukunft der eigenen Produktion. Ganz sicher, mit was wir uns beschäftigen müssen, sind aber die Zielkonflikte, die wir haben. Wenn wir unsere Ernährung nicht umstellen und weiterhin 2/3 der Flächen für Futtermittel verwenden, dann werden wir zu wenig CO2-Senken in unserem Raum haben. Und das betrifft uns alle, wenn wir zum Beispiel in Österreich fahren. Wir brauchen unseren Raum, der noch nicht verbaut ist. Wir müssen aufhören, so viel Fläche zu verbauen. Das sind in Kärnten aktuell 14 Quadratmeter pro Kopf. Ja. Wir sind 200% über dem österreichischen Verbrauch und wir sind in Kärnten Spitzenreiter bei der Verkaufsfläche. Das sind nämlich 1,9 Quadratmeter. Wir haben immer weniger Kärntnerinnen und Kärntner, die bei uns leben, aber immer mehr Fläche, wo wir was verkaufen, ohne die Menschen zu haben, die hier einkaufen. Also solche Dinge werden wir zukünftig viel offener diskutieren müssen. Die Fläche werden wir brauchen, um CO2-Senken zu haben und wir werden sie brauchen, um Energie zu produzieren. Wir werden sie brauchen, um Ernährung zu produzieren, aber wir sollten sie immer weniger brauchen, um Futtermittel zu produzieren und das gelingt uns nur dann, wenn wir den Fleischkonsum reduzieren und das nicht als eine Schelte sehen, sondern als ein riesiges Potenzial für die Landwirtschaft und für die nachgelagerten Bereiche, wo wir auch in Österreich eine Produktion aufbauen können. Und ich sehe auch, dass die Industrie sehr viele Aufgaben bereits gemacht hat. Das haben Sie auch gut angesprochen. Auch Kärnten hatte ja einige Vorreiter. Gerade jetzt wurde bei einem Zementwerk wieder eine neue Innovation vorgestellt in Kärnten. Was ich aber noch nicht sehe, ist eine klimafreundliche Haltung und Innovation gerade bei der lebensmittelverarbeitenden Industrie und bei den verarbeiteten Lebensmitteln. Auch hier werden wir ein Labeling brauchen, das darauf hinweist, wie viel CO2 wir verbrauchen, wenn wir gewisse Produkte einkaufen. Und da bin ich auch ein bisschen strenger und denke mir, man wird österreichischen Verbraucherinnen, aber auch europäischen Verbraucherinnen gewisse Dinge einfach vorschreiben müssen bei der Information, aber auch man wird vorschreiben müssen, was verursacht mein Verhalten, denn nur auf eine Überzeugung zu setzen, bin ich mittlerweile überzeugt, da ist es schon zu spät. Soweit einmal mein Input. Dankeschön. Ja, Sabine, bitte deine Reflexion auf den Vortrag. Ja, danke. Was bei mir am stärksten hängen geblieben ist, ist der Satz, es ist zu spät, aber nicht zu spät. Nicht zu spät, ja. Das ist natürlich alles sehr relativ, weil wenn man sich anschaut, der Korridor, der da prognostiziert wird, in dem wir uns möglicherweise, wenn alles gut geht, bewegen, ist bei 1,8 bis 2,4 Grad, war im Vortrag eben ein Ergebnis auch von Glasgow. Und wenn man weiß, dass ja jedes Zehntelgrad in dem Bereich schon massive Konsequenzen hat, dann ist diese Prognose trotzdem nicht unbedingt das, was wir uns wünschen sollten. Denn diese 1,5 Grad sind tatsächlich für ein gutes Überleben auf dem Planeten ja notwendig. Das heißt, wenn wir uns damit begnügen, haben wir noch lange nicht genug getan. Jetzt sehe ich natürlich auch, dass es
enorm viele Unternehmen gibt in Österreich, die wahnsinnig viel schon leisten in der Richtung. Wir hatten erst vor kurzem bei einer Veranstaltung eine große internationale Beratungsagentur da, die uns aus ihren Erfahrungen und Zahlen berichtet hat, dass es in Österreich bei den Unternehmen auch eine sehr hohe Bereitschaft gibt, für den Klimaschutz etwas zu tun. Es ist allerdings, also bei dem, was uns präsentiert worden ist, auch klar geworden, dass das Selbstbild und das Fremdbild nicht immer ganz zusammenpasst. Das heißt, der Wille ist da, aber das, was tatsächlich dann getan wird, stimmt nicht ganz mit dem zusammen. Das heißt aber auch, dass wir nach wie vor einen hohen Bedarf haben an Information, an Forschung, an Förderung in Investitionen, die da zu tätigen sind und natürlich auch die Lenkungsmaßnahmen, die einfach notwendig sind. Und insofern bin ich ja sehr froh, dass es jetzt gelungen ist, endlich eine ökologisch-soziale Steuerreform in Schwung zu bringen, dass es nachdem wir das jetzt eigentlich seit Jahrzehnten mehr oder weniger schon wissen, also ich weiß, dass das Konzept der Grünen jedenfalls schon vor den 2000ern erstellt worden ist. Und dass wir jetzt endlich diese CO2-Bepreisung implementiert haben im Steuersystem, das ist doch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der da passiert ist. Denn nur die Freiwilligkeit, da kommt es mir immer ein bisschen so vor wie bei der Diskussion um Frauenrechte und Gleichberechtigung. Das machen wir jetzt 100 Jahre und immer noch haben wir nicht das erreicht, was wir brauchen. Und so ähnlich ist es halt auch beim Klimaschutz und bei dem, was Unternehmen halt in ihrem täglichen Tun eben auch dazu beitragen können. Es braucht auch immer wieder mal die gesetzlichen Bestimmungen, die das halt auch pushen. Ja, und insofern muss ich sagen, ist auch das Thema Lobbyismus eines, das uns natürlich schon sehr stark beschäftigt. Wir sind auch in der Interessensvertretung aktiv. Und da habe ich schon da und dort so meine Probleme damit, wie immer aufgetreten wird in der Öffentlichkeit von den Menschen, die sehr viel Macht haben, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Da würde ich mir schon wünschen, dass wir es schaffen, auch hier einen Schulterschluss zu schaffen, sodass wir gemeinsam eine Richtung vorgeben, die unserem Planeten auch ein gutes Überleben oder uns Menschen auf diesem Planeten ein gutes Überleben sichern. Der Planet lebt auch ohne uns weiter, wie wir wissen. Ja, ich bin schon gespannt auf ein bisschen detailliertere Informationen dazu, nämlich wie es in der Industrie wirklich ausschaut, denn meiner Ansicht nach passiert sehr viel, aber es gibt eben auch gerade in der Industrie, speziell in der Mineralölindustrie, in der Energieerzeugung, gibt es schon Kräfte, die noch auch stark auf die wie nenne ich das jetzt, fossilen Technologien setzen, wenngleich dort andere Treibstoffe zum Einsatz kommen sollen. Aber es ist insgesamt eine sehr schwierige und sehr fragwürdige Strategie, die da gefahren wird in meinen Augen. Und auch von Seiten der Wirtschaftskammer interessiert es mich schon auch noch sehr, was die Wirtschaftskammer dazu beitragen wird, dass wir hier stärker einen Drive in die richtige Richtung finden. Ja, danke. Ja. Danke mal für deine Stellungnahme. Es hat jetzt schon eine sehr gute Überleitung auch zu unserem nächsten Punkt, nämlich die Frage, was die einzelnen Gruppierungen und Organisationen zum Klimaschutz beitragen und was es da für eine Möglichkeit gibt, welche Vorhaben es letztendlich auch konkrete gibt. Wer immer auch anfangen mag. Ja, Herr Knill, bitte. Ja, fange ich gerne mal an. Danke vielmals. Also gibt es von der österreichischen Industrie ein klares Commitment an den europäischen Zielsetzungen der Dekarbonisierung. Die österreichische Industrie und vor allem die energieintensive Industrie ist ja, und da sind rund 80% der Unternehmen ja im europäischen Zertifikatehandel im ETS enthalten, seit 2005. Das ist ja eine Bepreisung bzw. ein klarer Zielpfad des Ausstieges des CO2s bis 2050. Ein klares Commitment, übrigens der einzige Sektor aller vier Sektoren, die hier auf diesem klaren Zielpfad Null Emission bis 2050 unterwegs sind. Da sind wir momentan ja auch bei einem CO2-Preis von über 60 Euro die Tonne CO2. Das bringt ca. 300 Millionen Euro per anno jetzt in, ich weiß gar nicht, wohin das Geld geht, Finanzministerium, glaube ich, allgemein gut, als Auftakt, als Schritt. Das Commitment ist ganz klar hier.
Es gibt viele Initiativen von namhaften großen Industriebetrieben hier, Technologieumstellungen, Prozessumstellungen herbeizuführen, um weg von fossilen Energiestoffen hin zu nachhaltigen CO2-freien Stoffen kommen. Das ist das ganze große Thema der Wasserstofftechnologie. Voraussetzung für Wasserstoff wissen wir bei einem relativ geringen Wirkungsgrad über die Prozesskette hin, einen grünen Strom zu haben, um auch hier wirklich nachhaltig agieren zu können. Also die große Frage auch hier des elektrischen Stroms. Es gibt viele Prozesse, und auch das muss uns bewusst sein, die einfach aus dem Prozess heraus CO2 emittieren. Also wir werden keine Stahlproduktion, beziehungsweise auch ja, beim Stahl, gut, da wird jetzt überlegt, klar, das rauszubringen, aber zum Beispiel bei Zementproduktion, hier ganz klar ist einfach im Prozess aus der chemischen Zusammensetzung CO2 das Thema. Das versucht man jetzt abzuscheiden und zu fangen über Capture-Methoden mit Technologien. Hier sind ja Zementindustrien mit Energieanbieter etc. hier ganz intensiv dran. Es passieren jetzt quasi industrielle Demo, also erste Pilotanlagen, die hier jetzt installiert werden. Das dauert gewisse Zeit, um das auch wirklich hier in großen Stile umzusetzen. Und auch hier ist die Frage natürlich, wo bekommen wir nachher diesen entsprechend grünen Strom her, um auch hier dieses Carbon to Capture, und da gibt es ja verschiedene Assoziationen diesbezüglich. Zum größten Öl- und Gasversorger Österreichs, da wird ja, glaube ich, die Strategie jetzt demnächst, zumindest was angedeutet wurde, mal präsentiert. Hier ist schon ganz klar auch zu vernehmen, dass es ganz klar neue Orientierungen in Richtung Kreislaufwirtschaft geht, etc. etc. Ich glaube, das Bewusstsein und auch das Commitment, wie gesagt, ist ganz groß und hier ganz klar. Und noch vielleicht, das sind immer die paar üblichen Großen, die auch immer medial immer wieder hier mit aufscheinen. Was viel zu wenig gesehen wird, sind ja doch, glaube ich, die mehr als 2.500 Unternehmen Österreichs, die ja bereits im GreenTech-Bereich ihren Umsatz, ihr Wachstum auch beschreiten und hier vor allem einen großen Beitrag national im Klima, aber vor allem durch die Exporttätigkeit natürlich internationalen Beitrag leisten. Also da sehe ich schon eben, dass wir hier auch grundsätzlich gut aufgestellt sind. Und das ist jetzt ein bisschen das Thema. Ich mache mir weniger Sorgen genau um diese Unternehmen, die im GreenTech-Bereich hier aktiv sind, weil das ist die Zukunft, an denen wir auch ganz klar festhalten. Wichtig ist, und das ist auch das Commitment mit der Politik, dass wir diese energieintensiven Bereiche mitnehmen in der Transformation. Und dazu benötigt es eben noch diese notwendigen Anstrengungen. Aber zusammengefasst, die Industrie ist auf Kurs und eben ganz klar committed als nationalen Beitrag, aber vor allem auch über unsere Produkte in den Export, auch einen weltweiten Beitrag zum Klimaschutz beitragen. Vielen Dank. Frau Vogler, Sie haben aufgezeigt. Jetzt geht's. Also wenn man sich die Landwirtschaft anschaut, was kann sie beitragen, da kann man das, heben wir das Positive hervor, nicht? Also ich glaube, bei der Energie werden wir einiges beitragen können, allein durch die ganzen Dachflächen der Landwirtschaft wird es in der Photovoltaik-Offensive, die wir uns ja auch verschrieben haben, jetzt im Rahmen der Klimaneutralität einiges, da wird einiges zu finden sein und da wird man auch eine sehr investitionsfreudigen Sektor finden. Was wir sehr begrüßen, ist ja, dass es eine Farm-to-Fork-Strategie jetzt gibt, auch im Rahmen der Europäischen Kommission, die im Rahmen des Green New Deals diese Farm-to-Fork-Strategie ausgearbeitet hat. Das große Thema dabei ist aber, wie bringt man die dann auch im parlamentarischen Prozess, aber vor allem im Rat, dann auch auf eine gesetzliche Grundlage? Und das wird die große Frage der Zukunft sein, denn derzeit wissen wir, dass die Landwirtschaft es, obwohl sie mit sehr viel Steuergeldern, in Österreich sind das 2,2 Milliarden Euro pro Jahr, die Landwirtschaft unterstützt und fördert und es auch mit ökologischen Leistungen verknüpft. Aber wir wissen, diese ökologischen Leistungen sind nicht unbedingt klimafördernd. Ja? Also wenn Sie die biologische Landwirtschaft hernehmen, dann haben wir hier absolut einen positiven Effekt. Wenn man hier aber nicht das Ziel anstrebt, in Österreich auf mehr als 30% biologische Landwirtschaft zu kommen, dann wären wir ökologisch
Mulch bei den Flächen ein großes Thema bekommen zukünftig. Hier sehe ich das Commitment trotz grüner Regierungsbeteiligung und ich bin eine, die sich aktiv hier auch in die Gesetzgebung, die ja auch involviert ist. Trotzdem wird es schwierig werden, hier auf einen guten Zukunfts- und Klimapfad zu kommen. Und ich glaube, ein Grundübel, dass wir auf diesem Pfad noch nicht gekommen sind, ist, dass man in der Landwirtschaft dem CO2 keinen Preis gegeben hat. Ja, solange Landwirtschaft ausgenommen ist aus der CO2-Bepreisung, solange wir nicht ein Gefühl bekommen in unserem Sektor für die Senken, solange wird es nicht im Alltag ankommen und solange wird es einfach sein, auch weiterhin so zu landwirtschaften wie bisher. Und da sehe ich dann schon auch eine nachgelagerte Industrie gefordert, dass sie das anfängt, auch von der Landwirtschaft einzufordern und von den einzelnen Betrieben, vor allem aber auch von der Politik hier entsprechende Rahmen zu setzen. Also ich setze sehr viel auf die europäischen Strategien, die jetzt die Landwirtschaft aktiv beschäftigen. Ich setze aber auch sehr viel zum Beispiel auf den Tourismus und die Gastronomie, die sich zukünftig mit klimaneutralen Angeboten auch ein neues Segment eröffnen können, um hier ein paar Innovationen nennen zu können. Also die CO2-Neutralität, die Nachhaltigkeit sind in der Gastronomie und im Tourismus zunehmend ein Faktor. Und wir beliefern als Bäuerinnen und Bauern die Gastronomie und den Tourismus und sorgen mit der Kulturlandschaft auch für einen entsprechenden Erholungsraum. Wenn wir hier das Klimathema anfangen mitzuerzählen und mitzudenken und auch zunehmend mehr rechtlich vorzuschreiben, dann kann auch die Landwirtschaft einen wesentlichen Beitrag leisten. Derzeit sehe ich uns noch nicht auf dem Weg. Okay. Herr Eigner, Sie haben aufgezeigt, bitte. Ja, hören Sie mich? Ja. Ja. Ja, also ob wir auf Kurs sind oder nicht, weil es geheißen hat, kein europäisches Land ist auf Kurs. Beginnen wir mal bei Österreich. Österreich ist absolut nicht auf Kurs. Österreich ist eines der Länder, die noch immer steigende Emissionen hat, obwohl einiges geschehen ist und auch die Regierung, die grüne Beteiligung hier einiges versucht zu ändern. Aber das dauert halt sehr lange und bis wir ein Minus 80% bei den Emissionen bekommen, ist es ein sehr weiter Weg. Und das gilt abgeschwächt dann auch für die sogenannten Best-Practice-Länder, für Dänemark und Schweden. Wenn wir in Dänemark die Schiffe dazu zählen, die unter dänischer Flagge fahren, dann haben wir sofort ein sehr schlechtes Land in Dänemark. Und so hat so jeder seine Schuldigkeit, wo er einiges nicht tut oder nicht. Die entscheidende Frage ist, haben wir genug grüne Energie? Und da bin ich schon sehr optimistisch. Erstens sagt die Wirtschaft selber, ich möchte sie einmal da beim Wort nehmen, Industriebetriebe, die behaupten, es geht, da sage ich einmal danke, danke, danke. Und dann sehe ich, was alles nicht alles genützt ist. Es ist von kaum einem Haus gibt es eine Photovoltaik. Die Autobahnen sind gebaut worden, aber nirgends sind neben ihnen oder nicht Photovoltaikanlagen oder Sonnenenergieanlagen. Und Windenergie wird auch relativ wenig genutzt. Natürlich gibt es immer Bürgerproteste dagegen, aber da muss man auch darüber sprechen. Das ist halt dasselbe Problem, wenn man etwas Neues macht. Niemand will es, dass es woanders gemacht wird. Niemand will, dass es in seinem eigenen Bereich ist. Ich glaube, es gibt es und das ist die eine Hälfte. Man muss dann auch in dem Sektor, der Energie verbraucht, den Energiekonsum senken, also Energieeffizienz erhöhen. Und wir wissen, dass ein 3:1 hier möglich ist zwischen der Best Practice und den schlechtesten, und den schlechtesten, wenn man daraufhin abstellt. Und wenn ich die österreichische Industrie, ich habe sie, glaube ich, einigermaßen gelobt, aber wenn ich dann Strategien der ÖMV höre, ja, wenn wir die ÖMV in 2 oder 3 Teile teilen, dann werden wir einen Teil haben, der wird etwas weniger fossil werden oder so. Also das ist nicht das Tempo, in dem es notwendig ist. Ich habe aber schon genug gelobt, es gibt da auch sehr viel Fortschritt, aber es ist immer ein weiter Weg zu diesen -55% durchzuführen. Und ich habe auch mehr gesagt, beim Bauen ist es ganz offensichtlich, wie es möglich ist. Es gibt praktisch ganz wenige Nullenergie- oder positive Energiehäuser. Und wenn man auch Fernwärme verwendet, das ist ja, sind ja sehr viele dafür, da muss man auch schauen, wie diese Fernwärme stattgefunden wird oder nicht. Und wenn ich auf meinem Dach eine Solarenergieanlage habe,
die ich A speichern möchte und B dann den Nachbarn zur Verfügung stellen möchte, die Energiegemeinschaft, dann ist das ganz, ganz schwer. Da arbeite ich jetzt hier 3 Jahre dran an dem Vertrag, dass ich das mit meinen Nachbarn tatsächlich teile. Und das ist halt dann wiederum so ein Problem. Und bei Elektrofahrzeugen haben wir ja auch schon gesagt, dass es werden größer hergestellt, als sie notwendig sind, auch größer angenommen, als sie notwendig sind. Und dann wird über die Tankstellen gejammert, die es nicht gibt. Also ich bin im Privileg eines hängenden Hausbesitzers. Ich habe eine 220 Volt Ding an meiner Tür und kann sie jederzeit einstecken, wenn ich sie will. Und ich schlafe lange genug, nicht so schon lange, wie ich will, aber lange genug, um das Auto wieder aufgeladen. Und wenn das bei jeder Firma auch der Fall ist, dass sie an ihren Firmenparkplatz, das hat ja jede Firma einen Firmenparkplatz und jedes größere Haus das auch. Und in den Schulen meines Enkels sind Gott sei Dank daneben schon eine Elektro-Tankstelle. Also sie sprießen ja schon aus dem Boden. Also das Argument, dass man nicht laden kann, ist also absolut nicht mehr der Fall. Es ist eine wichtige Veränderung. Wir müssen in unseren verschiedenen Positionen in unseren verschiedenen Industrien etwas dazu beitragen. Der Wasserstoff kann eine Rolle spielen, aber dafür braucht, hat der Herr Präsident ja auch gesagt, man wiederum sehr viel Energie und er muss dann also sehr ineffizient in manchen Formen, in denen es dasteht. Aber wir brauchen ihn unbedingt als neue Technologie und hier kann Österreich mit Innovationspolitik etwas machen. Dafür brauchen wir mehr Geld, dafür brauchen wir mehr Geld. Das können wir der Landwirtschaft, Entschuldigung, ein bisschen wegnehmen von den ineffizienten Subventionen. Und ja, vielleicht eine letzte Bemerkung zu der Landwirtschaft. Also wenn Sie auf einem Bauernhof sind und Sie stolpern nicht über alte Autos, über Dieseltraktoren und Dieselmaschinen, also dann sind Sie nicht am Bauernhof gewesen. Da geht es den ganzen Tag in der freien Natur, wird mit Diesel gefahren und man ist schon froh, wenn bei der Moospause nicht der Diesel weiterrennt, weil es also ohnehin so leicht geht. Also das beginnt, es ist ein Umdenken, wir sind alle gefordert, auch ich, wir alle, hier etwas anderes zu machen. Ja, und wir sind nicht auf Kurs. Danke. Danke. Vielleicht nur ganz kurz nochmal einen Aufruf an unsere Zuhörer. Bitte seid so nett und schreibt eure Fragen im Chat. Wir würden nämlich gerne auf diese in der nächsten Runde eingehen. Also bitte eure Fragen formulieren und stellen und wir würden dann das Podium bitten, sozusagen auf diese zu antworten. Sabine, du hast aufgezeigt, bitte. Ja, also ich sehe es auch so wie der Karl Eiginger, dass wir eigentlich nicht auf Kurs sind. Es war ja erst vor einigen Tagen, ich glaube vor einer Woche ungefähr, auch die Veröffentlichung des Klimaschutzindex. Also natürlich parallel zu Glasgow ist schon klar, dass das ein Anlass ist, sowas zu machen. Und der Klimaindex vergleicht ja die größten Emittenten weltweit, also die 100 größten Emittenten werden bewertet, wie gut sie sind in ihren Aktivitäten und im Aufsetzen von Klimaschutzmaßnahmen und Zielerreichungen. Und da ist Österreich auf Rang 36 gelandet. Das ist schon ziemlich bitter, finde ich. Also ich würde mir wünschen, dass wir da ganz oben irgendwo unterwegs sind, unter den ersten 10 und nicht auf 36 dahin dümpeln. Und das wird dann auch als Low Performer bewertet, ja. Low Performer klingt ja nicht gerade erfrischend toll. Gleich hinter uns im Übrigen liegt dann China auf Platz 37. Also, das finde ich auch ziemlich krass. Ja, und so gesehen ist es natürlich schon so, dass wir alle, die hier ja als Vertreterinnen von Organisationen sitzen, eben einiges dazu beizutragen haben, damit wir in den richtigen Kurs einbiegen. Als Grüne Wirtschaft verstehen wir uns ja immer als Impulsgeber, auch ein bisschen als Wächterinnen in dem Themenfeld. Natürlich in der Wirtschaftskammer sind wir da sicherlich auch manchmal ein bisschen lästig, mag ich zu behaupten. Aber das braucht es auch. Irgendjemand muss diese Rolle nehmen und das tun wir auch gerne und mit viel Herzblut. Es ist einfach notwendig. Und was wir natürlich auch machen, ist, unsere Unternehmen, die bei uns Mitglieder sind, die sich für uns interessieren und bei uns angedockt sind, vor den Vorhang zu holen und eben diese Pionierinnen, die ja auch da sind, als Vorzeigeunternehmen auch herzuzeigen. Weil es geht ja auch immer darum, zu motivieren. Also nicht nur hinzuweisen auf das, was nicht funktioniert, sondern auch das herzuzeigen, wo es funktioniert. Und da haben wir schon auch vieles, was herzuzeigen ist im Land. Also eben schon erwähnt, die Ökotech-Unternehmen, die es gibt. Bei den Startups entsteht wahnsinnig viel, wo in Kombination mit dem
der Digitalisierung auch Klimaschutzprojekte ja forciert werden. Also beispielsweise alle diejenigen, die für Verkehrsdienstleistungen digitale Lösungen entwickeln. Das ist ja ein riesengroßes Feld, wo viel zu tun ist. Und es gibt auch gerade in der Industrie, das, was du erwähnt hast, Georg Knill, dieses Projekt rund um die Zementerzeugung finde ich extrem spannend, ja. Also, weil ja dieses CO2 eben dann nicht, so wie man es ja eine Zeit lang gedacht hat, als Lösung zu machen, in die Erde gepumpt wird und dort gelagert wird, wo alle sagen, pff, wissen wir nicht genau, ob das wirklich funktioniert, wer weiß, was die Folgen von solchen Lösungen sind, sondern wieder in den Prozess zurückgeführt wird. Und das finde ich extrem spannend, wenn es gelingt, da hinein zu investieren in die Forschung und da, dort wirklich Lösungen zu finden, sodass in solchen Bereichen, wo man es nie für möglich gehalten hätte, noch vor einiger Zeit Kreislaufwirtschaftslösungen entstehen. Also das finde ich ganz großartig. Und genau die Kreislaufwirtschaft ist ja auch eines der Felder, wo wahnsinnig viel zu tun ist, wo wir auch in unseren Reihen extrem aktive Menschen haben. Ich muss jetzt ein bisschen Werbung machen. Das wissen wahrscheinlich auch nicht alle, die hier zuhören. Wir stellen ja den Präsidenten von Ecopreneur, den Manfred Mühlberger. Ecopreneur ist ein Dachverband von Grünen, naja, Grün stimmt jetzt nicht, von ökologisch orientierten Wirtschaftsorganisationen europaweit. Wir waren eine der Gründungsorganisationen und gerade die Kreislaufwirtschaft ist ein Thema, das von Ecopreneur besonders intensiv bearbeitet wird und wo diese Organisation sich auch in Brüssel sehr stark bei der Kommission involviert, um dort was voranzubringen. Und auch unsere Unternehmen sind eben da wieder sehr, sehr aktiv drin in diesem Feld. Also wenn man jetzt zum Beispiel an das ganze Thema Fällt, nicht nur im Kreislaufwirtschaft im Sinne von Stofflusswirtschaft anschaut, sondern zum Beispiel auch an andere Art von Geschäftsmodellen wie Sharing Economy zum Beispiel denkt. Also da tut sich viel, da ist viel in Bewegung, aber da geht auch noch viel mehr und wir sind diejenigen, die gerne hier unterstützen wollen, vorzeigen, auch begleiten, informieren und dieses Themenfeld auch pushen. Ja, vielen Dank. Jetzt frage ich mal Alex, gibt es Fragen aus dem Publikum? Ja, es gibt Fragen. Es sind in den letzten Sekunden einige eingetroffen, die habe ich jetzt noch nicht clustern können. Ich würde aber versuchen, zwei Fragen mal weiterzugeben, und zwar eine konkrete und eine abstraktere. Mhm. Und die abstraktere Frage bezieht sich auf die Frage nach Wachstum, inwiefern ist gerade im wirtschaftlichen Kontext Wachstum für den ökologischen Wandel möglich? Wir sprechen da oft von der Entkoppelung von Wachstum und Ressourcenverbrauch. Wie steht das Podium dazu? Und zum Zweiten ist ganz zu Beginn das Thema China natürlich immer wieder gefallen und jetzt ein bisschen später auch die Frage, inwiefern wir schmutzige Energie in Billigprodukten besteuern könnten. Und da kann man die Frage doch auch so formulieren, dass der hohe CO2- und Ressourcenverbrauch in anderen Weltregionen natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir billige Produkte von dort importieren und die auch leider gerne konsumieren und inwiefern da steuerlich vielleicht Möglichkeiten da wären, das zu beenden. Dankeschön. Ja, bitte. Herr Knill hat aufgezeigt, bitte. Ja, vielen Dank. Ich glaube, zum Wachstum oder Nicht-Wachstumsfragen kann Professor Eiginger sicher am besten da aus seiner ehemaligen Position und aktuellen Position vielleicht eine Antwort geben. Aber vielleicht zum globalen CO2-Schutz oder Schutzmechanismen von stark emittierenden Ländern versus den europäischen. Und da würde ich das Thema CBAM, Cross-Border Adjustment Mechanismen, kurz ansprechen, nämlich jener Schutzzoll, wenn ich das vielleicht frei übersetzen darf, der gerade auf europäischer Ebene diskutiert wird, 2026 eingeführt werden soll, um gerade hier eine Art Gleichheit, zumindest mit Kompensationssteuern, Zöllen von importierten Waren, die entsprechend nicht so umweltfreundlich produziert werden, wie es in Europa ist. Dieser CBAM-Mechanismus, der jetzt gerade im Entwickeln sich befindet, soll sich auf die vier Grundstoffe von Stahl, Aluminium, Zement und Düngemittel zu Beginn einmal konzentrieren. Und eben hier importierte Waren, die also nicht ökologisch mindestens gleichwertig wie in Europa produziert werden, hier beaufschlagt werden. Ist durchaus noch nicht ganz fertig gedacht, beziehungsweise gibt es hier durchaus noch etliche Fragen,
die hier zu regeln sind oder zu klären sind, auch aus Sicht der Industrie. Da geht es vor allem immer um die exportorientierte Wirtschaft, die außerhalb der EU ihre Waren exportiert und über höhere CO2-Preise hier einen Wettbewerbsnachteil teilweise hat. Es geht um die ganze Frage der Freizuteilung, die im Zusammenhang des CBAMs ja geplant sind zu reduzieren. Und vor allem, ob nicht Energie- oder CO2-Partnerschaften, wie es ja ebenfalls andiskutiert wird, Länder, Clubs, quasi den CO2-Club, oder ich weiß jetzt nicht genau, wie dieser Titel heißt, aber doch hier in die Richtung Länder zu finden, die quasi mit gleichen hier miteinander agieren und hier einen Handel oder Export vorantreiben. Also es gibt Überlegungen auf europäischer Ebene, macht auch nur aus europäischer Ebene Sinn, hier zu diskutieren. Österreichischer Alleingang ist natürlich völliger Nonsens. Aber da gibt es grundsätzliche erste Überlegungen, die aber doch durchaus Krücken haben in der ganzen, gut gemeint, aber noch nicht gut umgesetzt, vielleicht so zusammengefasst. Mhm. Danke. Ich glaube, die Frage mit dem Wachstum ist, ich glaube, auch an Herrn Eiginger weitergereicht worden. Ja. Gut. Ich weiß, Sabine, ich weiß. Ja. Ich habe die schon gesehen. Ja, also... ich bin der Meinung, dass es ohne Wachstum nicht geht. Vielleicht bin ich da sehr konservativ. Alle die Länder, die kein Wachstum haben, machen viel weniger für die Umwelt als die Länder, die Wachstum haben. Jetzt lassen wir mal Vergleiche mit Länder also machen. Und die Länder, die sehr viel getan haben, Schweden habe ich schon genug gelobt und vielleicht übergelobt, haben kein Problem mit der Wachstum. Also es ist nicht schädlich, wenn man etwas macht, vorausgesetzt man macht es entlang einer Strategie, die vorher bekannt ist, von der Regierung, welche Ziele sie hat und von der Firma, von Innovation, wie man diese Innovationen dafür liefern kann. Es muss das Wachstum nicht dasselbe sein wie das bisherige, das energie- und rohstoffverbrauchende Wachstum. Also es muss eine totale Entkoppelung geben, das heißt, also 3% Wachstum sind mit weniger Rohstoffverbrauch und weniger Energieverbrauch notwendig, ohne nicht, aber mit weniger. Und dieses Wachstum brauchen wir, um die Wünsche der Bevölkerung, dass die nächste Generation mindestens gleich gut leben kann wie die derzeitige und dass wir mehr Gleichheit machen, dass wir die Unterprivilegierten mit den niedrigen Einkommen heranführen können und für Indianer. Also insofern brauchen wir Wachstum. Wir brauchen kein 4-5-prozentiges, wie wir es in den 60er Jahren gehabt haben, aber 2-3%. Und es muss ein anderes sein, nämlich ein Rohstoffspareisen. Und das ist das, was ich mit der Umlenkung des technischen Fortschritts meine. Wir dürfen nicht darüber froh sein, wenn wir 3% Wachstum mit 4% Energieverbrauch verbinden, sondern wenn wir das schaffen. Und das ist, glaube ich, möglich. Da bin ich wieder bei dem Punkt, es ist möglich, es anders zu machen. Und wenn ich dann auch noch auf das Punkt mit den Besteuerungen von anderen Ländern oder die ja so schmutzig produzieren, ja, das kann man andenken. Es sollte allerdings international abgestimmt werden. Der Präsident hat gesagt, es soll das europäisch sein. Ja, und wenn es dann europäisch ist, haben wir natürlich das Problem, dass die Polen hier wahrscheinlich anders denken werden und die Bulgaren als die Deutschen und die Schweden, sodass das hier eine Einigung wahrscheinlich auch sehr schwierig ist. Es muss WTO-konform sein. Es darf nicht eine versteckte Subvention sein. Jeder, der davon betroffen wird, wird sofort sagen, es ist eine versteckte Subvention und vielleicht mit einer Gegensteuer agieren. Also China, Russland, Türkei wird, wenn es in einer Besteuerung unterliegt, weil seine Produkte schmutzig produziert werden, darauf hinweisen, dass das in Polen auch so schmutzig produziert wird oder und dass das also mit der WTO nicht. Also es ist möglich, ein gemeinsames Anheben des CO2-Preises oder auch des Methanpreises, wenn es mehr um die Landwirtschaft geht, wäre sicher eine Möglichkeit. Ein Steuersatz bin ich immer ein bisschen pessimistisch. Wir haben dieses Europa gebaut und erfolgreich gemacht, indem wir die Zölle zurückgeführt haben. Das kann hier Ausnahmen geben, aber ich fürchte mich, wenn wir hier Ausnahmen machen, die China nicht funktionieren, wird China etwas anderes besteuern und werden die USA etwas anderes besteuern. Vor der Kongresswahl ein geringer Zoll auf europäische Industrieprodukte ist da sehr schnell drinnen und auch Großbritannien, wenn es sich ärgert über die Politik in Europa, wird sehr geschwind irgendwo einen Zoll finden, den es hier abbaut. Also Wachstum brauchen wir, es soll ein anderes Wachstum sein.
CO2 muss teuer werden und andere Emissionen, Methan muss auch teuer werden. Besser ist hier eine Steuer zu machen, die klar ist, dass sie also von der WTO befürwortet ist und die man allen anderen Ländern einem Klimaclub, das ist der Begriff, den der Herr Präsident hier angesprochen hat, einem Klimaclub, ähnliche Länder sollen stärker sein. Ja, wir gehen bei der CO2-Bepreisung sogar etwas schneller voran. Wir gemeinsam, also Österreich mit Schweiz und mit Italien oder Deutschland und machen das also schneller. Also da kann man sehr vieles verändern, muss man sehr vieles verändern, aber der Kurs ist schwierig und wir sind bei weitem nicht auf Kurs. Danke. Sabine, bitte. Ja, das Thema schmutzige Energien, billigen Produkten. Also ich bin da an sich auch eine Verfechterin der Klimazoll-Diskussion und finde, dass das ein guter Weg ist, darüber nachzudenken, das so zu regeln. Wobei es gibt natürlich noch ein zweites Instrument, das ja auch auf europäischer Ebene schon diskutiert wird. Das Lieferkettengesetz ist auch eines, wo auch solche Punkte mitgenommen werden könnten. Meiner Ansicht nach auch ein wichtiges Instrument, um Vorgaben zu machen, was wir Lieferanten aus Gegenden, wo die Standards nicht so hoch sind, wie bei uns abverlangen wollen und auch sollen, würde ich jetzt mal sagen. Und das andere Thema, das Wachstum, also grundsätzlich glaube ich schon, dass man da sehr, sehr vorsichtig sein muss. Also Wachstum ist mit Sicherheit nicht unendlich möglich, das geht einfach nicht. Dass es aber eher in Richtung eines selektiven Wachstums gehen muss. Das ist meiner Ansicht nach der richtige Weg. Das heißt, das Gute, unter Anführungszeichen, darf wachsen und das Schlechte muss einfach weniger werden. Und so kann man in Summe eine Bilanz herstellen, dass wir hier mit unseren Rohstoffen auskommen und dass wir vor allem auch, und das ist ja einer der Punkte, der vorher schon genannt worden ist, auch in der Energieerzeugung zurande kommen. Weil klar ist schon, dass wir beim Ausbau der erneuerbaren Energie auch Grenzen haben und irgendwo einmal ein Deckel da ist, mit dem wir dann zurande kommen werden müssen. Das heißt, wir können nicht einfach hergehen und so weiter verbrauchen wie bisher, sondern wir müssen gleichzeitig mit der Umstellung auf erneuerbare Energieerzeugung natürlich auch auf die Energieeffizienz setzen und auch auf Energiereduktion im Verbrauch. Das heißt, wir müssen tatsächlich schauen, dass wir so klug wie möglich die Transformation gestalten. Also im Verkehrsbereich beispielsweise gibt es dazu ja schon ganz gute Vorgaben. Das Klimaschutzministerium hat den Mobilitätsmasterplan im Sommer vorgelegt, wo genau auf das geschaut worden ist, dass man sich anschaut, in welchen Bereichen wird mit welchen Technologien in Zukunft der Verkehr organisiert, sodass wir eben genau die Effizienzpotenziale und die Reduktionspotenziale heben. Ich glaube, dass wir das auf alle Bereiche und auf alle Sektoren genauso umlegen werden müssen. Dankeschön. Frau Vogler, bitte. Ja, ich möchte noch auf eine Rückmeldung auch aus dem Chat, die möchte ich kurz aufnehmen, nämlich auch, natürlich geht es in der Landwirtschaft auch um Methan und Lachgas. Ja. Herr Eiginger, Sie haben das gesagt, warum habe ich hauptsächlich auf den CO2-Preis auch abgezielt, weil hier der Boden in der Landwirtschaft einfach einen Preis bekommen würde. Ja? Und damit bin ich dann beim Bodenverbrauch. Ja? Solange wir dem Boden keinen Preis geben als CO2-Senke, sei es jetzt Wald, Grünland etc., solange kann man weiter verschwenden. Und ich denke, dass wir gerade auch über die Klimathematik hier zum Boden hinkommen könnten, den wir in der Landwirtschaft zunehmend brauchen, wegen der Zielkonflikte, die ich auch vorher schon genannt habe. Aber vor allem, wenn wir Methan- und Lachgasemissionen senken wollen, heißt das für Österreich, dass wir weniger Fleisch produzieren, ganz einfach. Und wenn wir weniger Fleisch produzieren, dann fangen wir an, auch aufgrund der Klimadebatte, in einer wesentlich höheren Qualität zu produzieren. Und dann braucht man einen Markt dafür. Das heißt, wir kommen dann wieder in die Diskussion der 90er Jahre, die wir geführt haben, wo es geheißen hat, Österreich könnte ein Feinkostladen Europas werden. Und wir könnten ein klimaneutraler Feinkostladen werden, wenn wir anfangen, dem Boden die Regeneration hin, zur Regeneration hinzuführen und letztendlich unsere Ernährung, die sich verändern werden und dadurch wird sich Landwirtschaft verändern, dem dann auch quasi auch noch so einen Klimapulspunkt zu geben. Und ich bin überzeugt davon, dass das gelingen kann, was die Wachstumstheorie anbelangt.
sehe ich in der Landwirtschaft riesengroße Schwierigkeiten auf uns zukommen, wenn wir nicht anfangen, qualitativ zu wachsen. Also dieses Weiter wie bisher geht nicht. Und in der Landwirtschaft hat es ja auch geheißen, wachsen oder weichen, dann wird es schon. Es hat sich gezeigt, das Wachsen hat nichts gebracht und auch klimathematisch ist es nicht unbedingt besser geworden in der Landwirtschaft. Wir haben aktuell noch ein bisschen mehr als 155.000 landwirtschaftliche Betriebe in Österreich. Knapp 25.000 davon sind biologische Betriebe. Und hier wird es darum gehen, wie können wir mit unseren Produkten Nischen auch am Weltmarkt bedienen. Und die werden sein, nicht im Bereich des Fleischkonsums, die werden gerade auch in der fleischlosen Ernährung sein, die werden mit exzellenten Produkten im Bereich der Verarbeitung sein, auch beim Fleisch, aber vor allem auch bei Obst, Gemüse und bei Milch. Und auch bei unterschiedlichen Getreide- und Eiweißprodukten. Und da haben wir schon die Möglichkeit, weil wir das ja erst neu entwickeln müssen, dass wir auch mit sozialen Innovationen, punkto wer macht uns das, wie wird dort gearbeitet, aber auch mit technischen Innovationen zu Vorreitern in Europa werden. Ein paar Dinge dazu gibt es schon, viel zu wenig, weil das viel zu wenig angedacht wird. Und ich denke, gerade solche Diskussionen wie heute dienen dazu, dass die Landwirtschaft auch mit anderen Wirtschaftsbereichen und Industriebereichen sich stärker vernetzt. Denn das ist genau der Bereich, den ich vermisse. Und wir werden uns hier als landwirtschaftlicher Sektor viel stärker öffnen müssen und uns nicht nur als die primäre Produktion sehen müssen, dürfen. Ja, weil wenn wir dort verhaftet bleiben, dann passiert das, was die Politik langsam träge dahin reguliert. Da versäumen wir aber alle Ziele, die wir uns gesetzt haben. Ja, und hier kann Österreich auf europäischer Ebene Vorreiterin sein. Und da können natürlich die Konsumentinnen einen großen Beitrag leisten, nämlich ganz einfach dabei, wo man, wenn man drauf schaut, woher kommt das, was ich esse, ja, was esse ich dort, wo ich konsumiere und mit regelmäßigen Nachfragen. Wir wissen, der lästigste Kunde, auch als Unternehmerin weiß ich das, wer kriegt am meisten? Der öfter fragt, der am öftesten lästig ist und der dreist ist. Ja, und wir führen unsere Landwirtschaft unternehmerisch und haben einfach gelernt, die Konsumentinnen sind mitten in den Betrieb zu stellen. Das ist in allen anderen Wirtschaftsbereichen ganz normal, in der Landwirtschaft noch nicht. Und wenn das klimainformierte Menschen sind, ja, die wir hier in den Mittelpunkt stellen, dann wird sich was verändern. Sonst glaube ich, ist es noch zu wenig, was gerade passiert. Und das ist auch viel zu selten der Fall, dass wir die Landwirtschaft im Kontext sehen. Dafür vielleicht nochmal nachfragen, weil das ja auch im Chat einmal so eine Randnotiz war. Wir reden immer von Innovation, das kommt sehr oft vor. Und könnte jetzt zum Beispiel die Landwirtschaft und jetzt sogar mal der Landwirt auch zum Energiewirt werden? Wir haben das bereits schon längst als solchen Fall. Wir haben ganz viele Energiewirte. Vielleicht haben sie ein bisschen einen Produktionsmix, aber das ist ja eines der Themen. Ja, wir produzieren ja zunehmend auch biogene Treibstoffe. Wir haben Flächen, auf denen wir zunehmend auch Freiflächen-PV-Anlagen haben werden. Wir haben Biogasanlagen, wir haben unsere Dächer, die wir mit Photovoltaik in Wirklichkeit zupflastern müssen. Also die Energiewirte und Wirtinnen sind schon ein Thema. Es kann nur nicht das Einzige sein, weil gehen wir nur auf das hin, wird uns Fläche fehlen für die Ernährung. Und das kann es auch nicht sein und vor allem Fläche für die CO2-Senken. Deshalb eben mein Appell anzufangen mit einer Diskussion, wo wir dem Boden auch einen CO2-Preis geben. Gut, dann frage ich Alex wieder, gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Es gibt Fragen. Ich stelle nur ganz kurz die Frage in die Runde, ob die Zeit noch reicht für eine längere Runde oder ob wir in die Schlussrunde gehen sollen. Mit einer kurze Frage würde ich noch zulassen. Sehr gut. Sehr gut. Dann, die passt vielleicht ganz gut zum Abschluss. Ist zweimal die Frage gekommen nach konkreten Maßnahmen, die vielleicht auch im Kontrast zu den ganzen großen Vorhaben, die für die nächsten 10, 20, 30 Jahre stehen. Und da ist natürlich ein Punkt, der auch von vielen Umweltschutzorganisationen laut geschrien wird, nämlich die Forderung nach dem Klimaschutzgesetz. Und vielleicht könnte man die Frage in die Runde werfen, was sich die Wirtschaft von einem Klimaschutzgesetz erwartet und was da ganz bedeutend wäre. Schön. Wer mag als erstes?
Ja, zwei sehr konkrete Sachen. Ich glaube, man sollte jedes Restaurant verpflichten, eine Speise auch eine halbe Portion anzubieten. Wir schmeißen so viel, wir essen einmal zu viel, wenn wir eine große Portion am Tisch bekommen und es wird nachher weggeschmissen, weil es nicht verwendet werden darf und weder für arme Leute noch also zur Wiedergewinnung oder für Recycling. Und das ist eine. Das zweite ist, da bin ich noch böser, eine Leerstandsabgabe. Es gibt Häuser, die stehen 3 Jahrzehnte leer. Einem Hauptplatz in einem Ort, in dem ich sehr gern bin, steht, wir danken unseren Kunden für 40 Jahre Getreue, ihre Familie ist in Nona, und dann steht drunter Weihnachten 1955. Und seither steht dieses Gebäude an einem zentralen Platz, wo es sehr teuer sein sollte. Warum es nicht vermietet wird, weiß ich nicht. Ist es ein Streit in der Familie? Ist es der Wunsch, also an der Fassade wenig zu ändern? Und dann wird 2 Kilometer, 3 Kilometer daneben gebaut und dort ein Supermarkt hingestellt, sodass also alle älteren Leute so, zumindest mit dem Auto dorthin fahren müssen. Und das spielt sich dann jeden Tag ab. Das sind zwei sehr konkrete Sachen, die man sehr leicht machen kann. Und es ist niemandem geholfen, wenn ein Haus leer steht. Ich habe das auch in den USA gesehen. Natürlich gibt es Gründe, warum man ein Haus nicht verkaufen will. Weil ich dort geboren bin, also weil meine Großmutter aus Honolulu zurückkommen kann oder sonst irgendwas. Aber dann kann man es ja vermieten. Ich habe immer in den USA gewohnt in so einem Haus, das der Verkäufer nicht verkaufen wollte, aber vermietet hat, dabei irres Geld gemacht hat. Das war gar nicht so leicht. Ich habe ihm das Haus dann hergehalten und den Garten gepflegt in der Zeit, in der ich dort war. Und es waren allen miteinander gedient. Dort ist die Grundsteuer so hoch, dass wenn man es nicht vermietet, man also eine hohe Kosten hat und es verkaufen muss, außer man vermietet es. Das sind zwei sehr konkrete Sachen. Sie ändern nicht das ganze Leben. Aber über die theoretischen Sachen haben wir diskutiert. Und da wollte ich einmal zwei Sachen machen, die Zersiedlung stoppen, die es dazu führt, dass eigentlich der Preis der Wohnung und der Häuser sinken muss und der unser Leben verbessert. Und der Ortskern wird auch wiederum wiederbelebt, statt also dort 3 solche Häuser stehen, die den Kunden im Jahr 1955 danken. Dankeschön. Frau Vogler, bitte. Ja, einerseits würde ich gerne noch aufs Klimaschutzgesetz eingehen. Also das ist etwas, was ja ganz heiß diskutiert wird. Hier sind die Verhandlungen also schon auch sehr fortschreitend und wir werden das Klimaschutzgesetz auch auf den Weg bringen und auf die Welt bringen. Ganz wichtig sehe ich einfach, dass auch im Rahmen der aktuellen gesetzlichen Diskussionen zur Landwirtschaft, wie wichtig es einfach ist, Zielpfade in Gesetzen zu verankern. Ja. Da werden wir sie vielleicht gar noch nicht erreichen, aber es ist niedergeschrieben und die Republik hat sich daran zu halten. Was haben wir schon Gutes gemacht? Man soll sich auch manchmal loben. Etwas, was wirklich gelungen ist, ist der nationale Aktionsplan zur öffentlichen Beschaffung. Die öffentliche Beschaffung hat jetzt ein neues Regelwerk bekommen. Wir haben das auch schon beschlossen und das gilt. Da geht es darum, wie beschafft man vom Büromaterial bis zum Lebensmittel, bis hin zu Bauwerken. Also die gesamte Beschaffung der öffentlichen Hand auf Bundesebene wird dadurch geregelt. Wir arbeiten daran, dass auch die Länder und die Gemeinden folgen. Und das wird einen Beitrag leisten. Allein in der Landwirtschaft zum Beispiel schreiben wir vor, dass hier bis 2025 zum Beispiel kein Fleisch mehr angekauft werden darf von Schweinen, die auf Vollspaltenboden gehalten werden. Also nur ein kleines Rädchen, an dem wir drehen. Was wir selbst beitragen können, ist ganz einfach für alle, die wir noch Fleisch essen. Wenn wir an 3 Tagen die Woche kein Fleisch essen, dann werden wir einen Riesenbeitrag leisten dazu, dass sich was verändert. Und eigentlich ist fleischlose Ernährung in Österreich ja nicht so schwer und insofern auch ein Appell an jeden Einzelnen von uns. Und wir werden trotzdem nicht drum herum kommen, dass wir viel stärker bepreisen und dass wir mit Preisen einfach auch und öffentlichen Abgaben lenken. Das wird die Zukunft bringen, ob wir es jetzt in einer gemeinsamen Regierung mit der ÖVP schaffen oder nicht, die Zukunft wird uns trotzdem dahin zwingen. Ich bin eher dafür, dass wir es jetzt lenkend machen und noch gestalterisch als dann, wenn der Zwang schon zu. Dankeschön.
Ja, in der Alex hat es ja schon kurz angesprochen, wir biegen ja in die Zielgerade ein, was das Zeitbudget betrifft. Und da würde ich gerne vielleicht die Abschlussrunde gerne einleiten. Und da wäre zwei Fragen, und die Frau Vogler hat sie angesprochen. Einerseits, und so, das sage ich noch ein bisschen provokant nochmal, müssen wir den Bürger zu seinem Glück zwingen? Das ist so die eine Frage, sozusagen auch den mündigen Konsumenten fordern oder die Amerikaner sagen so schön Nudges geben, dass er sich in die richtige Richtung bewegt. Ja? Und was kann denn die Wirtschaft sozusagen als positiver Motor zu diesem Wandel beitragen? Wer mag darauf antworten? Und eine Schlusskurve. Herr Kniel, bitte. Ja, ist natürlich jetzt ein Megathema, aber wenn wir trotzdem zeitlich schauen, dass wir es kurz halten. Es ist, glaube ich, grundsätzlich bei allen Veränderungsprozessen notwendig, die Betroffenen mitzunehmen, mit zu überzeugen und mit Vorbild vorangehen und auch die Vorteile einer Veränderung klar zu machen. Umgelegt jetzt auf das Klimathema, empfinde ich oder glaube ich persönlich, dass zwar ein vermeintlich breiter gesellschaftlicher Commitment zu dieser Notwendigkeit da ist, sobald es nachher in eine persönliche Betroffenheit geht und kommt, sofort Widerstände da sind und dann das Commitment nur mehr bedingt da ist. Das äußert sich durchaus vielfältig aktuell in der ganzen Energiepreissituation, Stichwort Klimaarmut auf der einen Seite, aber eben auch bei dem EAG oder in der jetzt langsam beginnenden Umsetzung des Erneuerbaren Ausbaugesetzes, wo wir wissen, dass wir die 27 Terawattstunden jetzt in den nächsten 9 Jahren ins Netz bringen müssen und da nicht nur diskutieren und nicht nur über Genehmigungsverfahren laufen müssen, sondern auch wirklich umsetzen und jedes einzelne Projekt, was derzeit in der Pipeline ist, irgendwo im Genehmigungsprozess steckt und somit das Commitment hier noch nicht gefühlt wirklich breit da ist, weil eben die Betroffenheit, sobald sie eine persönliche ist, nachher eher auf Ablehnung stößt. Was machen wir als Wirtschaft? Ich glaube, es geht diese Transformation nicht ohne Wirtschaft, nicht ohne Industrie. Wir sind es, die maßgeblich dazu beitragen, dass sie überhaupt gelingen wird können. Einerseits in Kombination und Kooperation mit den wissenschaftlichen Institutionen, die notwendigen Innovationen, Technologien weiterzuentwickeln, die es dazu notwendig macht, um wirklich dekarbonisiert arbeiten und produzieren zu können. Und das im Schulterschluss durchaus mit der Politik. Ein wenig, und das hat mich jetzt auch durchaus bei der Aussage Sabine von vorhin etwas nochmals kurz aufzucken lassen, und da sehe ich auch durchaus ein bisschen das ganze Problem in dem ganzen Thema, nämlich immer auf die Realisierbarkeit von Transformationen auch ganz klar hinzuweisen. Und deine Aussage, natürlich gibt es einen Deckel bei der Energie oder bei der zur erneuerbaren Energie, die wir nur durch eben Effizienzsteigerungen und aber eben auch über Verzichte darstellen können. Du hast zwar nicht Verzicht genannt, aber eben über Themen. Das ist durchaus das große Thema, wo ich sehe, mit Verboten werden wir die Transformation nicht gestalten, weil wir damit die Menschen nicht mitnehmen, die es betrifft. Nämlich nicht nur national, sondern global. Und ich glaube, das ist eben noch das große Thema dieser Veränderung, das Positive, das Notwendige hier auch klarer zu kommunizieren. Und um das auch wirklich erfolgreich umstellen zu können mit all diesen Technologien, die durch jetzt nur punktuell angesprochen worden ist, ist schon noch die Grundfrage aus Sicht der Industrie, wo bekommen wir ausreichend grünen Strom her? Und diese Frage ist leider noch unbeantwortet. Frau Vogler, bitte. Ich würde das ein bisschen auf eine philosophische Ebene stellen. Ja? Wann finden wir unser Genug? Ja, also jetzt haben wir das Glück, in Österreich zu leben, zu wirtschaften, zu gestalten, ja, hier von hier aus die globale Welt zu erkunden und immer wieder zurückzukommen in ein sehr sicheres Land. Und die Frage des Genugs stellt sich, glaube ich, immer öfter. Ja, und gerade in der jetzigen Zeit, in den letzten 2 Jahren, die wir hinter uns haben, ja, hat man schon gesehen, dass es vielleicht gar nicht so schwer ist, ab und zu sein Genug zu finden oder sein Auskommen zu finden und gleichzeitig, wie schwierig es ist, auf ein Genug zu kommen. Das heißt, viele, die reduzieren konnten und andere, die aber nie ihr Genug erreichen, um sich in einer Zufriedenheit oder in einer Sicherheit zu wiegen. Und deshalb glaube ich, dass das große Thema in Zukunft sein wird, Umverteilung.
Wir werden umverteilen müssen. Es ist eine große soziale Frage auch, ob wir diese Klimaziele erreichen oder nicht. Wird die Politik gefordert sein, werden aber genauso Arbeitgeberinnen gefordert sein, als auch Konsumentinnen. Und beim Thema Reduktion auch, das sehe ich jetzt als ganz unternehmerisch, ja, es ist die größte Frage derzeit in einer Landwirtschaft, die ein komplexes Unternehmen darstellt. Ja. Das möchte ich in der Runde auch mal sagen, Bäuerinnen und Bauern sind längst nicht mehr die Bauernschädel vom Land. Ja. Das sind teilweise mittlerweile immer stärker hoch ausgebildete Menschen, die ein komplexes Unternehmen führen. Und da ist täglich die Frage, wo kann ich Energieverbrauch reduzieren? Ja, wo kann ich externe Faktoren so reduzieren, dass ich mit meinem Betrieb noch effektiv und effizient wirtschaften kann? Und dieses Thema der Reduktion wird interessant sein, gerade beim Energieverbrauch. Sie wird, wie ich vorher schon gesagt habe, extrem interessant bei den Produktionslinien, die wir fahren. Ganz bedeutend wird aber das Thema Boden sein. Ich habe es heute eh schon oft gesagt, wenn wir den Bodenverbrauch gesetzlich auch nicht ein Maximum pro Jahr oder pro Kopf oder pro Bundesland, pro Gemeinde geben, dann wird es so weitergehen wie bisher. Und das kann man, glaube ich, nur in Kombination mit dieser Leerstandsabgabe, die der Herr Professor Einginger auch angesprochen hat, sehen. Wir werden aufhören müssen, so viel Fläche zu verbrauchen. Ja, wenn wir das ist der Klimafresser schlechthin auch. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, wird es schwierig werden, denn gerade auch die Zielkonflikte, nicht nur bei den erneuerbaren Energien, ja, die wir auf unserer Fläche haben, da sehe ich sonst keine Zukunft. Ja. Und deshalb, denke ich, ist ein großes Wort der Zukunft die Reduktion und trotzdem sein Genug dabei finden und vor allem auch letztendlich die Zufriedenheit, um unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gute Arbeitgeber zu sein, um gute Produzentinnen zu sein, um letztendlich auch innovativ genug zu sein für Europa und für die Welt. Dankeschön. Ja, soll ich? Ja, bitte, gerne. Ja, wenn es das Ding ist. Ich glaube, die Hauptmotivation ist, der voranschreitet, hat die Vorteile. Und der zu spät kommt, hat jedenfalls die Kosten. Es ist wirklich so, wenn wir die Technologie mitentwickeln, dann können wir es so entwickeln, dass sie für uns positiv ist, sei es für die Landwirtschaft, für die Ernährung oder für die Industrie. Wenn wir zuletzt kommen, müssen wir das machen, zu dem uns ein Gerichtsurteil zwingen oder jemand andere. Werden wir ohne Verbote auskommen oder nicht? Ich will natürlich ohne auskommen. Ich hätte auch mir gewünscht, dass man ohne Impfzwang sich impfen lässt. Es wird nicht leicht sein, also Van der Bellen spricht gerade darüber, dass man die Bevölkerung nicht spalten soll. Genauso ist das beim Umweltthema. Wenn ich sage, also das Hoch-PS-Auto mit Benzin und Diesel wird verboten, und zwar im nächsten Frühling, dann haben wir einen Volksaufstand. Wenn ich aber sage, hier gibt es eine neue Technologie, ausprobieren, fördern und so weiter, dann geht es vielleicht auf diese Art und Weise. Und die Hauptmessage, die ich habe, das Leben, wenn wir das verändern, in die Richtung Klimaneutralität, wird angenehmer sein als das bisherige. Es wird weniger stinken, wenn ich bei der Straße hinausgehe. Es ist der Motor etwas leiser, mit dem ich fahre und nicht so laut. Und genauso der von LKW oder auf der Autobahn, wenn wir das machen. Genügend erneuerbare Energie. Natürlich sollen wir so sparen, dass es nicht unendlich viel erneuerbare Energie ist, es war immer beide Pflöcke ersparen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auf grün umstellen. Und ich vertraue dann unserer Innovation, dass sie das bietet, dass wir das gehen. Ich sehe nicht nur sehr viel bebaute Fläche, wie die Frau Vogel aussagt, sondern auch sehr viel unbebaute Fläche, nämlich nicht genutzt für Dinge. Es werden heute, glaube ich, noch immer 9 von 10 Häusern gebaut, ohne genaue Kontrolle, wie die Energie stattfindet und unterm Dach etwas stattfindet. Und ich habe noch bei keiner Autobahn und auch bei keiner Bahn gesehen, dass dort, wo die freien Flächen daneben sein müssen, weil es sonst zu laut ist oder zu sehr stinkt, für Energienutzung stattgefunden wird. Also hier wollen wir mitnehmen, die Bevölkerung. Muss ich klar sagen, ist das andere Verhalten wird jedes Jahr teuer. Und wenn Versechsfachung des Preises dann heißt verboten, soll das jeder nennen, wie er will. So wie wir jetzt wirtschaften und so wie wir jetzt leben,
können wir nicht weitermachen. Und wenn wir dafür etwas gezeigt haben, wie das geht und das Glasgow etwas gezeigt hat, ich habe den Titel in der Financial Times unendlich erhellend und befreiend gefunden, er hat gesagt, don't miss a good bla bla. Also selbst wenn also keine festen Sachen herauskommen, aber das bla bla war notwendig, führt in die richtige Richtung. Wir können unsere Regierungen daran messen und wir können uns selbst daran messen. Das wäre meine Message. Dankeschön. Sabine, bitte. Ah, jetzt ist... Sie zeigt zwar auf, aber sie bewegt sich nicht mehr. Sabine, hast du stumm geschalten? Nein, das ganze Bild ist eingefroren. Ja, zu wenig Energie. Ja, genau. Das war das Stichwort jetzt. Gell? Wobei, vielleicht, was Sie sagen, vielleicht noch eine kleine, das ist Sabine vielleicht bei Reus, eine kleine Anmerkung von mir. Auch bei ich habe ja auch versucht, jetzt eine im Sinne der Bürgerbeteiligung und diesen Energiegemeinschaft sozusagen zu machen. Also das ist richtig eine bürokratische Herausforderung, das da zu bringen. Das habe ich ja gesagt. Da scheitert man daran. Also ja. Ich habe vor Jahren einmal versucht, also meine Bedienungen anzustellen. Mhm. Ich habe jedes Monat etwas Neues unterschreiben müssen oder sonst irgendwas, wie viele Stunden sie arbeitet und Ferien kann sie nicht machen. Also wenn ich weg bin, muss ich trotzdem in und genauso ist es mit der Energie, die ich meinen Nachbarn liefere. Aber wir werden auch daraus lernen. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, wird es gehen. Genau. So, jetzt ist schwierig, wenn ich Gas gebe, wenn man abhanden gekommen ist. Sie ist mit unserem Wissen durchgebrannt. Ja, genau, weil das wird zeigen. Genau. Aber vielleicht noch als positiver Aspekt. Also ich habe unlängst in Vorbereitung, auch jetzt für das heutige Gespräch gesehen, da gibt es mittlerweile Studien, die sagen, wir werden in Zukunft mehr Energie haben, wie wir brauchen. Ja, auch diese Szenarien gibt es. Ne? Wir schicken es mal bitte sofort, Herr Mainz, diese Studie. Aber Herr Präsident, schauen Sie den Club of Rome an. Der Club of Rome hat gesagt, wir werden daran scheitern, dass wir zu wenig fossile Energie haben. Heute haben wir das umgekehrte Problem. Also wir haben gebohrt, immer tiefer, immer quer und so weiter, bis wir zu viel Energie haben. Heute ist das andere Problem, dass wir die Atmosphäre damit erfolgen. Aber der Club of Rome hat geglaubt, die Grenzen des Wachstums liegen an der Nichtverfügbarkeit von Kohle und Öl. Weil man immer weiter explorierte Ölfelder gefunden hat. Ja. Das ist 50 Jahre. Ja. Aber ich finde keine Windräder, die ich noch nicht kenne. Ich finde noch keine PV-Anlagen, die ich noch nicht kenne. Ach. Ich habe schon gesagt, die Solarstellen neben den Autobahnen und neben dem Link gibt es. Ob man die Windräder effizienter machen kann, weiß ich auch nicht. Ob sie leiser werden können und ob sie versteckt werden können. Unterirdische Windräder muss man halt erfunden. Aber das geht es nicht. Ja, die Sabine ist jetzt wieder mit dabei. Sabine ist jetzt wieder da. Du bist dran, Sabine. Dann kann ich ruhig. Ja, es ist immer so, dass genau in solchen Momenten das Internet kurz mal ausfällt. Aber gut, ich bin wieder da. Ja, ich wollte eigentlich auch noch zu dem Thema, was kann die Wirtschaft beitragen, was sagen, weil meiner Ansicht nach ganz, ganz viel. Die Wirtschaft muss nur aufhören, an manchen Stellen als Blockierer oder Verzögerer oder Verzögerin wahrgenommen zu werden, beziehungsweise aktiv zu sein, weil damit schaden wir uns nämlich selber, wenn das passiert. Und zum Thema Verzicht hätte ich schon auch noch eine Anmerkung, weil ich habe dieses Wort nicht verwendet und zwar bewusst nicht verwendet, weil ich sehe es nicht als Verzicht, wenn wir weniger Energie verbrauchen. Es geht um ein Umorganisieren von wirtschaftlichen Aktivitäten und natürlich auch vom Verhalten der Bürgerinnen und Bürger in der Art und Weise, wie sie ihr Leben gestalten. Und das bedeutet, dass wir halt in Zukunft wahrscheinlich nicht jeden Tag im 1-Euro-Shop, was weiß ich, wie viel Ramsch zusammenkaufen werden können, den wir dann gleich wieder wegschmeißen, sondern dass wir beispielsweise auf qualitativ hochwertige Produkte setzen müssen, die langlebig sind und die wir reparieren können. Das ist wirklich ein großer Umdenkprozess, weil es ja auch eine Transformation im Produktdesign an sich bedeutet und da sind wir noch lange nicht angekommen. Und da gibt es aber dann wirklich ganz, ganz viel noch zu tun. Und ich sehe uns als Unternehmerinnen und Unternehmer aber als genau diejenigen, die prädestiniert sind dafür, solche Wege zu beschreiten. Denn was gehört denn zum unternehmerischen Denken und Handeln dazu? Genau dieses, die Augen offen haben, zu schauen, wo gibt es Entwicklungen, wo kann man etwas Neues entstehen lassen. Und wenn man das immer mit dem Fokus auf Effizienz, auf Energieeffizienz, auf Transformation der Prozesse
tut, dann können wir Unternehmerinnen ganz, ganz viel Positives beitragen zu diesen Veränderungsprozessen, die notwendig sind. Und ich sehe das als unsere, wirklich als eine unserer ganz, ganz wesentlichen Aufgaben für die nächsten Jahrzehnte, kann man sagen. Ja. Gut, mag noch jemand ein Abschlusswort sagen? Wir hätten ein bisschen Zeit. Ich, haben wir noch. Nein, eigentlich nur was Organisatorisches. Okay. Wenn jemand anderer noch was anderes hat, dann bitte gerne vor mir. Also, was ich vielleicht noch gerne hätte, wenn jeder noch einen Wunsch, einen Satz und einen Wunsch, was er sich sozusagen im Sinne des Klimawandels wünschen würde, das wäre vielleicht noch ein netter Abschluss, bevor die Sabine ihre organisatorischen Schlussworte spricht. Ich nehme an, ich hoffe, dass das Leben schöner wird, gesünder wird und dass uns die Jugend zeigt, wie das geht. Mhm. Dankeschön. Ja, mein Wunsch geht auch in eine gute Zukunft, wo einfach der Klimaschutz eine Selbstverständlichkeit ist und keine Bürde, die wir zu tragen haben, sondern wir sind die Generation, die es jetzt ändern kann, und das ist eine Ehre. Aus österreichischer Industriesicht nehmen wir die Chancen durch diese Doppeltransformation wahr und auf und nutzen es zum Vorteil für unser Land, aber fürs Klima wird global. Dankeschön. Sabine, damit übergebe ich dir wieder das Wort zurück. Ja, danke schön. Ja, ich sage danke allen Teilnehmenden hier am Podium fürs Mitmachen. Ich finde, das war wirklich eine ungewöhnliche Runde und mit Sicherheit sehr befruchtend, wechselseitig sich auch in der Form mal auszutauschen. Auch herzlichen Dank an alle, die zugehört haben und ihre Fragen hier eingekippt haben. Wir haben wahrscheinlich nicht alle aufgreifen können, aber möglicherweise können wir dann, wenn wir den Chat sichten, das eine oder andere noch im Nachklang bearbeiten. Wir schauen uns das gerne an. Was ich noch sagen möchte, ist, als positiven und motivierenden Schlusssatz. Wir haben die besten Voraussetzungen hier im Land. Wir müssen sie nur nutzen. Und ich glaube, wir alle hier, die wir hier am Podium gesessen sind, können uns gut gegenseitig verständigen, wenn wir sagen, packen wir es an, Ärmel aufkrempeln und den Weg beschreiten für eine positive Zukunft für dieses Land. Und als allerletztes noch ein Aufruf von mir an alle, die zugehört haben. Die Grüne Wirtschaft macht ganz großartige Newsletter und ich würde alle gerne dazu einladen, sich anzumelden. Wir bemühen uns, sie nicht so häufig auszuschicken, dass sie einem auf die Nerven gehen, sondern gebündelt die Informationen, die wesentlich sind, für den unternehmerischen Alltag zu verbreiten. Also der Link sollte eingeblendet werden, kommt noch nicht, aber wird gleich da sein. Sonst einfach auf www.grünewirtschaft.at gehen und dort poppt dann auch ein Fenster auf, wo man sich anmelden kann. Ja, herzlichen Dank von meiner Seite und einen schönen guten Abend noch. Danke, Sabine. Dankeschön. Danke für die Einladung. Herzlichen Dank für die Einladung, alles Liebe. Dankeschön.